viel zu viele Gäste, liebe Zuschauer, die in viel zu knapp bemessener Sendezeit von einer oberflächlichen Sechsbuchtante und einem nicht lustigen, dafür umso fahrigeren Comedy-Haiopai in ein belangloses Gespräch ohne Ziel und Richtung verwickelt werden, dazwischen ein paar halbwitzig getextete Einspielfilmchen und ein paar nett gemeinte Showgimmicks, die meistens keiner versteht. Das ist unprofessionelles Digitalspartenfernsehen aller unterster Kanone, trauriger Zeitvertreib für Loser mit Digisat-Anlage oder dauerprokrastinierende Mediathek-Junkies. Das, liebe Zuschauer, ist allerhöchstens Roche und Böhmermann. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Mein Name ist Charlotte Roche. Ich habe Abitur. Und das hier ist unsere Halloween-Sendung. Die Sendung mit der geheimnisvollen Truhe. Willkommen bei ZDF Kultur und im zweiten deutschen Internet. Aber was wäre diese Runde ohne unsere Gäste? Und sie haben heute weite Wege hinter sich. Zum Beispiel aus Berlin kommend, eine der, man muss mit Superlativen wirklich sparsam sein, aber in diesem Fall sind sie absolut angebracht, der besten Schauspielerinnen überhaupt auf deutschen Bühnen, in deutschen Kinofilmen und Fernsehfilmen. Die bezaubernde, großartige, kleine, aber große Anna Thalbach ist heute hier. War das zu viel? War das too much? Ein bisschen. Er ist Sänger, Entertainer, ein großartiger Tänzer und mit seinem Privatleben auch manchmal ein Comedian. Roberto Blanco! Er hat den politischen Diskurs bereichert um ein neues Feature. Wenn er nicht mehr weiter weiß, steht er auf und ist beleidigt. Christopher Lauer ist da. Hallo Christopher Lauer. Es fehlt noch ein Gast, der noch vorgestellt werden muss. Es fehlen zwei Gäste. Ja, einer, den ich aber vorstelle. Ach so. Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Er lässt sich... Das fängt gut an. Ja. Wir machen das auch zum ersten Mal. Ja. Dann merke ich's. Ja, ne? Er lässt sich für uns alle von wilden Tieren beißen. Andreas Kieling. Manchmal. Und er lässt sich stellvertretend für viele Millionen Männer, die es gerne würden, von Andrea Sawatzki beißen. Christian Berkel. Also mutmaßlich, oder? Nicht zu viel verraten. Sehr viele von Ihnen, liebe Zuschauer, haben in den letzten Wochen und Monaten sich beteiligt an unserer tollen Zuschaueraktion. Wir haben den schönsten Zuschauer von Rocher und Dönermann gesucht. Und schauen Sie mal, so sehen Sie aus. Unglaublich schöne Zuschauer. Sie sehen schön aus, aber man kann sich auch weiterhin bewerben. Also ich finde, es geht noch schöner, ehrlich gesagt. Schreiben Sie eine Mail an zdf@roschundböhmermann.de und das Video muss man allerdings vorher hochladen und uns dann den Link schicken. Und dann wird man eingeladen, der schönste Zuschauer wird eingeladen und darf dann hier irgendwas machen. Christopher Lauer die Zigarette anzünden oder meine Andreas Kieling einen Bären aufbinden. Hier einen Bären aufbinden.
Es ist gar nicht schlecht. Geht nicht schlecht los heute, Charlotte. Ah, hier kommt jetzt der erste Einspieler von unserem Gast. Bitte. Andreas Kieling. Reisende soll man nicht aufhalten. Im Fall des Gothaer Ostzonlers Andreas Kieling gilt sogar, Reisende kann man nicht aufhalten. Nicht mal Unrechtsstaat und Grenzzäune zäumten Andreas Kielings Lust auf Natur und Freiheit und abenteuerliche Reisen, die sich 1976 endgültig Bahn brach. Getreu dem Motto, artgerecht ist nur die Freiheit, flüchtete der 16-jährige Andreas aus dem Menschenzoo DDR über die Tschechoslowakei und Österreich nach Westdeutschland. Beim Durchschwimmen der Donau schoss ihm ein Grenzer in den Rücken. Steckschuss. Apropos, der gelernte Forstwirt Andreas Kieling ist auch Berufsjäger, bevorzugt aber die Gesellschaft von lebendem Wild. Als einer von Deutschlands profiliertesten Tierfilmern rückt Bärenmann Kieling, genau, Bären auf die Pelle, und buddelt sich monatelang in der Wildnis ein, um als Animal Paparazzi an Elchen, Elefanten, Ameisenbären, Faultieren oder Löwen eine Tierpersönlichkeitsrechtsverletzung nach der anderen zu begehen. Wenn er keine Wölfe findet, nimmt er auch schon mal dressierte Hunde, egal, es gehe ja um die gute Sache. Nur 2 Monate im Jahr ist er daheim bei seiner Menschenfamilie. Heute nicht, denn der braungebrannte Thronfolger von Bernhard Ginnig beobachtet heute hautnah die brünftige Knatterbache und den rolligen Schlipsmolch. Andreas Kieling, das gefällt mir sehr gut. Andreas Kieling, du oder sie, wie möchtest du, du, wenn du dir aussuchen könntest, von welchem Tier du gefressen oder tot gemacht werden würdest, welches Tier sollte es sein und auf welche Art möchtest du dann sterben? Also von einem Bären gefressen werden oder von einem Löwen in den Nacken gebissen. Ja. Was wäre für dich so als Tierfilmer der ultimative Tod? Der ultimative Tod wäre eigentlich so im Alter von 85 Jahren irgendwie nochmal mit einer Häuptlingstochter im Kongo vielleicht vom Häuptling erwischt zu werden und dann einen schweren Rücken zu kriegen. Aber das sind also ja keine Tiere. Art. Ja, ich weiß. Ach so. Aber egal. Das, aber sehr aufmerksam, Charlotte. Ja. Achtung. Gut. Vorsicht, Political Correctness, Andreas Kieling. Nein. Wir sind hier nicht bei RTL. Noch nicht. Also ihr müsst eins wissen, es gibt nur ganz wenige Tiere auf der Erde, die überhaupt dazu bereit sind, einen Menschen wissentlich zu töten. Ja, sagen wir mal, die hätten alle Hunger. So. Ja, aber nicht auf uns Menschen. Also wir gehören ja nicht zum Beutespektrum. Aber es gibt wirklich ein Tier, von dem man es nicht vermutet, dass er ohne mit der Wimper zu zucken, er hat allerdings keine Wimpern, Menschen umbringen würde. Und, das Erdmännchen? Nein, es ist deutlich größer. Das Wildschwein? Nah dran. Nein, es sind Elefanten. Elefanten haben ein so, also afrikanische Elefanten, die haben ein so starkes Ego und eine Elefantenkuh hätte keine Probleme, wenn ein Mensch ihrer Herde, ihrem Kalb oder ganz kurz, in irgendeiner Situation... Hat jemand ein Telefon angelassen? Wer hat das Telefon angelassen? Wer war das? Kannst du einmal bitte kurz hierher kommen? Einmal ganz kurz einen großen Applaus. Wer ist denn das überhaupt? Hi, Mann. Grüß dich. Haben wir noch vielleicht einen Stuhl für unseren neuen Gast? So können wir auch im Fernsehen kommen. Ah, ist das schön. Also, wie war dein Name? Pablo. Das Mikrofon da vorne ist eins am ganz die kurz. Sollen sich eins teilen. Wir sind nämlich aber nicht auch klar sein. Ist für Pablo, ja super. Ja. Wenn du da 4 Monate lang irgendwo im Kongo im Urwald sitzt oder sowas und dich verbuddelst, dann macht man sich auch Gedanken über so Themen, die über das Tierfilm hinausgehen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht als Tierfilmer hast du so einen ultimativen Tod, den du gerne sterben. Ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne von Charlotte auf der Bühne erwürgt werden. Ich bin kein Tiermann. Nee, aber ich fände das für mich einen schönen Tod. Also einmal wegen der Quote und zum anderen auch, weil es einfach total geil wäre. Also sexuell bis zum Schluss. Als Moderatorentod sozusagen. Ja, genau. Ja. So, und vielleicht gibt es als Tierfilmer auch so nach dem Motto, ich möchte, keine Ahnung, von einem Silberrücken totgetrommelt werden oder sowas. Also wenn man so perverse Gedanken hat. Ja gut, also wenn man die hat, die haben wir natürlich nicht. Also wir leben ja relativ... an der Basis. Wie heißt du, die Tiere? Oder ja klar, sicher. Und mein Kollege, also wir sind immer zu zweit. Ja? Meistens jedenfalls. Und nein, Tiere sind fairer, als wir denken. Also diese menschliche Denkweise, wer könnte mich umbringen, wer könnte mir einen reinhauen und so weiter. Kennst du die Geschichte von Steve Irwin und dem Stachelrochen, der einfach mal so ganz kultig mit dem Stachelrochen schwimmen wollte, auf einmal macht es zack und da war so ein Stachelrochen im Herzen Steve Irwin. Nein, nicht so. Ach so, ja, okay. Ich kenne den Kameramann, der das gedreht hat, ganz genau.
Und die haben den Stachelrochen auch lange genug geärgert. Und sonst hat er das nicht gemacht. Er wollte nur wegschwimmen, der Stachelrochen. Er hat diese Bewegung gemacht. Mhm. Das macht jeder Stachelrochen. Und der Nagel ist hochgeschlagen, also der Dorn, und hat ihn blöderweise hier getroffen. Also es war ein doofer Unfall, mehr war das nicht. Also das einzige Tier, um es auf den Punkt... Die haben den ja geärgert, also ja. Selber schuld. Also das einzige Tier, ich bin schon zweimal von einer Giftschlange gebissen worden, das war sehr unangenehm. Wohin denn? Und einmal hier oben in das Augenbrauen. Augenbrauen. Ja, es war nur eins. Und die, dann noch ist die Augenbraue. Ja, die Augenbraue. In die Augenbraue. Ja, aber ganz ohne. Also, ja, ist ja gut. Man muss, ja. Wir haben auch einen Bildungsauftrag. Und ich weiß. Ich war völlig verwirrt. Ich dachte, die Nein. Schlange hätte in beiden gleichzeitig. Wie soll das denn gehen? Ja. Ist ja kein Breitmaulfrosch. Nein, aber sie hat mich da reingebissen, also in die Augenbraue, in die rechte Augenbraue. Und ich lag zwei Tage zwischen Leben und Tod. Es war eigentlich sehr angenehm, weil Gifte, also Gift, na sicher. Also jeder, Wie der schon mal irgendwie... Also legale Drogen sind das eigentlich. Ja, was heißt legal? Aber Kinder, nehmt keine Giftschlangen. Es ist einfach so, nein. Also ein Gift, also die sind ja nicht, das heißt ja nicht umsonst giftig oder tödlich, ja. So, also du wirst immobilisiert als Mensch oder als Beutetier. Und der Tod ist eigentlich, von einer Giftschlange gebissen zu werden, ist ein super Tod. Also ich war ja ganz nah dran. Und du hast keine Panik, du hast die Möglichkeit, also bei... Neurotoxinen, also das sind Gifte, die den Menschen lähmen, aber dein Geist ist noch da, du kannst, die Atmung setzt du irgendwann aus und du kannst über alles nochmal nachdenken und... Aber nicht drüber reden. Nee, das willst du auch nicht mehr, das regt dich ja auf. Und irgendwann ist es vorbei. Also eigentlich ist es ideal. Also das wäre, wenn, würde ich sagen, dann bitte nochmal die Seeschlange, die es schon mal getan hat. Und aber das einzige Tier, was es eben wirklich mit Vorsatz tut, ist der Elefant. Das sollte man wissen. Sag mal, stimmt es, dass die wenn die eines halbwegs natürlichen Todes sterben, dass die im Wesentlichen verhungern? Ganz genau. Und der Mythos Elefantenfriedhof, also tut mir jetzt leid, dass ich davon erzähle, aber ich bin nun mal ein Elefantenfreak. Es gibt diese berühmten Aufnahmen vom ZDF. In einigen Teilen des Internets hat das eine ganz andere Konnotation, Elefantenfreak. Ich weiß, aber ist... Sehr dunklen Teilen des Internets. Naja gut, also meiner ist positiv. Es ist sogar so, wenn ein Elefant alt wird, kann er nur noch bestimmte Nahrung zu sich nehmen. Also er muss weiche Gräser und er kann keine... sein, wie bei Menschen. Genau. Er kann keine Harthölzer mehr zu sich nehmen, also Äste und Zweige. Das heißt, also, er wandert in Gebiete, wo es weiches Gras gibt. Und da lebt er die letzten Jahre von. Apropos, kommen wir ganz kurz zu den brisanten Enthüllungen von Helmut Kohl, die diese Woche ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt drauf komme, aber die diese Woche die Republik in Atem gehalten haben. Und jetzt versuche ich nämlich Christopher Lauer nochmal so rein. Das ist keine Tiersendung. Mit so einer Politiker-Geste, aber auch mit so einer... Christopher Lauer, wenn du eines Tages... Du duzen oder siezen erstmal bei dir? Lieber siezen wahrscheinlich, ne? Ja. Wenn Sie eines Tages auf so ein erfülltes politisches Leben zurückblicken, 70 Jahre Christopher Lauer in der Politik, wie würden Sie sich fühlen, wenn da so ein schmutziger Journalist auf einmal nochmal die ganzen Tonbänder rauskramt über die Biografie und das nochmal Ihnen am Lebensabend um die Ohren hauen würde? Was würden Sie da denken, als Politiker, als jemand, der das Geschäft kennt? Und mit Bezug ganz explizit auf Helmut Kohl, dem da wirklich viel Unrecht getan wurde diese Woche vom Spiegel, diesen linken Bazillen. Also ich glaube, wenn ich in 70 Jahren dann auf... Bin ich 98, ne? Ja. Nicht ganz so schnell, Herr Lauer. So, nicht ganz so schnell. Also, Herr Böhmermann, das wäre mir doch dann, glaube ich, ziemlich egal. Woran erkennt man eigentlich, dass man hochbegabt ist? Also, woran erkennt man selber, dass man hochbegabt ist, Christopher Lauer? Sie sind hochbegabt. Weiß ich nicht. Habe ich gelesen und sagt auch der Einspielfilm, der jetzt gezeigt wird. Aha. Uff, wie erholsam. Dass Christopher Lauer für die nächsten 90 Sekunden einmal die Fresse halten muss. Die Wahlberliner Quasselstrippe Lauer, aufgewachsen in Bonn, geboren im Hunsrück, 28 Jahre alt, ist die smarte Meinungs- und Selbstdarstellungsmaschine der Piratenpartei. Der hochbegabte Student Christopher Lauer hat laut Selbstauskunft Erwachsenen-ADHS, leidet aber nicht drunter, sondern benutzt ADHS, die trendige Aufmerksamkeitsstörung für alle, denen Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit nicht krass genug ist, zur Profilschärfung seiner politischen Personality.
Im Berliner Abgeordnetenhaus nennt man den exzentrischen Vollnerd Lauer bereits den Joschka Fischer der Piratenpartei. Ob das eher gut oder eher schlecht ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Ja, Turnschuhphilister und Hobbyblogger Lauer, der vollgläserne Fraktionsvorsitzende der Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus, ist laut, scharf, hat ein Ego von der Edge bis an den Belt und ist jung genug, entweder politkarrieremäßig voll steil zu gehen oder es so richtig zu verkacken. Christopher Lauer hat mal gesagt, ich denke selten darüber nach, was ich sage. Wenn wir nachdenken würden, Lauer, wäre uns das hier und da schon mal ein bisschen aufgefallen. Nachdenken ist aber nicht so unser Ding. Hast also noch mal Glück gehabt. Also nochmal die Frage, woran erkennt man selber, dass man hochbegabt ist? Also wann weiß ich nicht, dass man während der Schule in eine Physikvorlesung geht und dann einen Schein macht. War das so bei Ihnen, dass Sie quasi aus der Schule heraus sich unterfordert gefühlt haben und gedacht haben, jetzt gehe ich mal zur Uni und mache da mal einen Physikschein? Nö, das war unser Chemielehrer, der hat damals irgendwie gesagt, ja, da gibt es jetzt so ein Projekt von der Uni Bonn, da kann man dann neben der Schule studieren. Dann habe ich mir gedacht, naja, dann probierst du das mal aus. Und am Ende hatte ich dann so einen Schein. Sind Sie gerne hier? Was? Sind Sie gerne hier jetzt? Ja, total. An dem Tisch? Klar. Weil das macht so einen Eindruck, als wäre es nicht so. Nee, ich bin wirklich gerne hier. Ich meine, es ist mir ein großes Vergnügen, im deutschen Fernsehen rauchen zu Alkohol trinken zu dürfen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich fand es ein bisschen schade, Herr Böhmermann, dass Sie hier den Kollegen so abgewürgt haben. Weil das mit den Elefanten fand ich tatsächlich sehr interessant. Ja, aber Herr Lauer, Sie sind 28 Jahre alt. Sie müssen doch als Profi im Mediengeschäft wissen, dass jede Sekunde, die Ihnen zuteil wird hier im Fernsehen, eine gewonnene Sekunde ist und jede Sekunde, die anderen Leuten weggenommen wird, schlecht für Sie ist oder beziehungsweise gut für nö, Sie ist. Sie müssen Präsenz und Kamerazeit haben. Ja, aber ich fand es mit den Elefanten jetzt tatsächlich irgendwie interessant. Ja, aber, und ja. Es war ja auch tatsächlich eine Frage von einem Gast eigentlich an einen schon. Anderen Gast und eigentlich sollten wir das mea unterstützen. Culpa, mea ja. culpa, mea culpa. Der Jan ist nicht, sehr, sehr heißt, schnell im Kopf und Entschuldigung, langweilig sich auch ja. Ach so, ich dachte, wir ein Oktopus. Ich entschuldige. Ach so. Ja, nee, aber danke für die Frage. Ja so mea pulpo. Ich bin ein Tintenfisch. Mea ja, Acapulco. Bist, das weiß er. Aus Acapulco. Nee, aber wie gesagt, mea pulpo Acapulco. Ich bin sehr gerne hier. Okay. Ja. Freut mich immer wieder, meine Gebührengelder bei der Arbeit zu sehen. Ja, und nicht zu knapp. Was meinst du, was wir hier an Kohle abziehen? Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir machen uns so richtig die Taschen voll. Aber ja, wir das freut nur ganz das, wenig, gell? Ja, ganz kurz. Ich finde es übrigens ganz toll, dass Sie auf Ihr Honorar verzichtet haben. Ja. Sagt man Honorar oder ist es nicht eher so eine Aufwandsentschädigung? Ja, eine jeder was wäre denn das gewesen? Christopher Lauer kriegt kein Geld. Liebe 200. Gebührenzahler, dieser Applaus ist von Ihnen für Sie. Christopher Lauer, finde ich echt ganz gut. Was waren das? 200 Euro oder ja, so? Ja, 200 Euro, glaube ich. Jetzt besser nicht die Summe sagen, weil ich glaube, die sind unterschiedlich verteilt in der Runde. Einige kriegen mehr, einige weniger. Da wollen wir keinen Neid schüren oder auch keine Unglücksgefühle. Es gibt von Ihnen unglaublich lustige, krasse Zitate. Sie hauen so ein Ding nach dem anderen raus. Tut Ihnen das manchmal leid, dass Sie jetzt damit verewigt sind, im Internet für immer? Nö, eigentlich nicht. Also das gehört ja dann dazu, dass man sich so überlegt, okay, die Sachen, die man so macht, kann das so eine Weile im Internet oder sonst so in der Öffentlichkeit stehen? Ich glaube, über sowas macht sich jeder Gedanken, der irgendwie über in der Öffentlichkeit steht. Herr Böhmermann jetzt nicht so. Aber die Sache ist halt einfach, nö, ich kann damit gut leben. Und wenn ich halt irgendwie mal im Plenum Scheiße sage oder so, also in der Abgeordnetenhaussitzung, dann mache ich das halt, weil ich meine Reden meistens frei halte. Und wenn ich mich dann über irgendwas aufrege, dann rege ich mich halt auch richtig auf. Ne? Das muss ja jeder, der dann auch in der Öffentlichkeit steht, irgendwie sich selber überlegen. Also ich glaube, bis auf Pablo, und das ist echt krass, dass du noch hier sitzt. Möchtest du gerne gehen? Ich werde ja nicht hierfür bezahlt, meine ich. Da hat er recht. Ja, das stimmt. Aber ich begleite warte, ganz kurz, ganz komm, kurz. Lass ihn gehen. Das kann ja, pass auf hier. So, hier abbezahlen. Auf, yes. So. Hier, ach, was soll's, hier, bitteschön. Einen großen Applaus für unseren Handyanlasser Pablo, danke, der soeben mit seiner Schusseligkeit 50 Mark verdient hat.
Was macht ihr denn jetzt? Oh. Macht ihr nochmal ein Foto für die Presse oder was macht ihr? Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir sitzen ja nicht zufällig hier. Das ist ja nicht so, dass wir hier so aufwachen und dann so, huch, mir reicht es eigentlich schon, Roberto Blanco mal in echt erlebt zu haben. Finde ja. ich großartig. Kennen Sie die Piratenpartei? Christian Merkel kenne ich zum Beispiel aus Inglourious Basterds. Auch wunderbar, toller Film. Finde ich auch groß. Das reicht mir irgendwie voll. Charlotte Roach kenne ich noch von hier Viva 2. Ja. Es reicht ja, mir vollkommen, das jetzt ich, hier ich, so kenne, ich, zu kenne sie, ich kenne sie hauptsächlich aus dem Internet und aus dem, was sie so bei Twitter von sich geben und was sie so ja, da haben wir uns mal gestritten. Da haben wir uns mal kurz gestritten, genau. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Habt ihr euch im Internet gestritten? Um eine Frau bei Twitter gestritten. Nee. Wie ist denn das eigentlich, weil er vorhin dieses Bild gebraucht hat, dass es kaum Tiere gibt, die also absichtlich Menschen töten. Wie ist denn das in der Politik? Gibt es da Leute, die, über die man sagen kann, dass sie also absichtlich irgendeine Idee verfolgen oder ist das da genauso selten wie im Tierreich? Wie absichtlich eine Idee verfolgen? Naja, so wie die im Tierreich relativ selten absichtlich töten. Ach so, manchmal bei euch das Gefühl, dass ihr auch nicht absichtlich eine Idee verfolgt. Wie Kelsey Grammer in Boss, weißt du, so ein richtiges durchtriebenes Politgenie, was andere Leute platt macht. Ich bin, warum ich zu den Piraten gegangen bin, ist, ich war 2008 in China, ja, ein Jahr lang. Und das ist halt krass, weil das war in Hangzhou, das ist eine der reichsten Städte Chinas. Und ich bin da mit so meinen Vorurteilen China gegenüber hingefahren und habe halt so gedacht, oh mein Gott, ganz schlimmes Entwicklungsland oder so. Und da fahren irgendwie mehr Porsche Cayenne durch die Gegend als im Prenzlauer Berg. Ja? Und man erlebt diesen Turbokapitalismus auf der einen Seite und dass da auch viele Menschen von profitieren. Und auf der anderen Seite merkt man aber auch, wie dieser Staat da so einen Finger drauf hält. Wenn man mit Studenten über sowas wie das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens gesprochen hat, dann war das so ein bisschen, als würde man sich über Herr der Ringe unterhalten. Ja? Also so, wie bist du dir denn sicher, dass das wirklich passiert ist und woher hast du das denn alles? Wer hat denn dir das gesagt? Das ist doch nur westliche Propaganda. Und das war eine Initialzündung für den Einstieg in die Politik? Genau, oder? Sich politisch zu engagieren, weil ich da einfach gemerkt habe, hey, man muss sich halt eben so Demokratie, das muss man leben, das muss man im Zweifelsfall auch verteidigen. Bist du denn gemacht für diese harten Bandagen, die da aufgezogen werden, schon im Abgeordnetenhaus in Berlin, also in der eigentlich Kommunalpolitik oder Landespolitik? Ja. Und weißt du, es gibt dieses Video, wo du beim Politcamp, das war gestern. Ist von gestern, du bist gestern aufgestanden bei einer Podiumsdiskussion nach 5 Minuten, zumindest wenn man dem glauben kann, was in den seriösen Medien Tagesspiegel Online und Spiegel Online steht. Das waren 10 Minuten. 10 Minuten, genau, ja. weil Sven Kohlmeier, der netzpolitische Sprecher der SPD im Abgeordnetenhaus, gesagt haben soll, auch da kann ich nur Quellen zitieren, dass die Piraten, mit denen könne man nicht diskutieren, die würden immer beim Reden ins Handy gucken. Und das hat dich dann so aufgeregt, dass du gesagt hast, die schlauste Art, damit umzugehen, ist aufzustehen und zu gehen. Ja, ganz genau, weil ich mir diesen Quatsch, montags... Entschuldigung, kann ich jetzt mal... Nein, einfach, darfst du nicht, du hast gerade schon das lang geredet. Wenn Joschka Fischer so, oder andere Giganten irgendwie so sich verhalten würden, ich meine, das ist doch Alltag, denke ich als Laie, oder? Wir haben in Berlin im Moment die Situation, dass wir zum Beispiel diese Flughafen Geschichte haben. Da hat uns jetzt der Senat einen Nachtragshaushalt präsentiert über 444 Millionen. Nee, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Ja, aber du willst dann noch einen anderen Inhalt mit einflechten in deine Antwort. Aber es geht jetzt nur ganz um deine Motivation, warum du aufgestanden bist und den Diskurs abbrichst und sagst, ich habe keinen Bock darauf. Weißt du, das ist doch eigentlich was eine Sache, die man so aus Beziehungen kennt. Einer steht auf und geht woanders schlafen oder so, weil er beleidigt ist und den Streit nicht mehr weitermachen möchte, weil er im Unrecht ist. Er will es erklären. Ja, aber dann nicht mit anderen Informationen. Okay. Ja, so, Informationen, das ist schon... Nee, oder mit anderen Agenten unterbringen. Nachher könnte man es noch nachvollziehen, das wäre natürlich... Es geht ja um den Moment. Teuflisch. So. Nee, es geht einfach darum, dass es genau wie das hier eine Show ist, sind solche Podiumsdiskussionen auch Show. Ja? Und wir haben als Piratenfraktion am Anfang wirklich versucht, parteiübergreifend Initiativen zu starten. Zum Beispiel Wahlalter ab 16. Da gibt es im Abgeordnetenhaus ganz klar eine Mehrheit für. Und wenn dann halt jemand einem dort auf so einer Podiumsdiskussion irgendwie an den Kopf knallt, nachdem es diese ganzen Gesprächsangebote von unserer Seite gab und dann nie was zurückkam, wenn uns dann einer irgendwie an den Kopf knallt, wir wären nicht kommunikationsbereit, dann weiß ich halt auch, wo die Reise hingeht. Also so. Jan, es gab eine Vorgeschichte. Cool. Ja, aber das ist rechtfertigt, ja trotzdem einfach nicht aufzustehen und zu gehen. Der ist nicht wegen dem bescheuerten Satz weggegangen. Aber das interessiert das Publikum doch nicht. Also, Mann ist Politiker, ja? Ja. Und er hat gelernt, viel zu reden und nichts zu sagen. Ja.
Wieder oben machen eh, was sie wollen. Wir haben gefragt, bist du wegen dem Satz gegangen? Und er sagt, nein, es gab eine Vorgeschichte. Und er hat nur die Vorgeschichte. Aber das hätte man noch viel kürzer sagen können. Ich würde gerne meinen Einspieler sehen. Ja, und Anne, das ist nämlich total ungerecht, weil Anna Thalbach eigentlich müsste Anna Thalbach jetzt ihren Einspieler sehen. Ja, da freue ich mich drauf. Was ist 158 cm klein, mag keine Rosinen und Kapern und sieht lustig aus, wenn es auf einem Fahrrad sitzt? Richtig. Es handelt sich um die flatterhafte, fahrradhassende Fantastin Anna Thalbach, Kind ihrer Mutter und, wenn wir genealogisch richtig liegen, die Großnichte von Helene Weigel, der angeheirateten Bumse von Bert Brecht. Klar, dass die 39-jährige Antikapitalistin Anna Thalbach da, wie ihre Mama Katharina, nichts anderes werden konnte als Schauspielerin. Dabei will DDR-Übersiedlerin Anna Thalbach, übrigens Inhaberin der Domain www.digitalbach.de, nie in die kleinen Fußstäpfchen ihrer großen Mutter treten. Sei's drum, schon als Kind spielt sie kleine Rollen, mit 17 hat sie in Hark Bohms Herzlich Willkommen ihr Spielfilmdebüt. Es folgen Max Ophüls Preis, Deutscher Fernsehpreis und, als wahrscheinlich größte Errungenschaft der Anna Thalbach, eine mittlerweile bereits selbst schauspielende Tochter namens Nelly. Die nachts bildermalende Katholiken-Nichtmögerin Anna Thalbach bekommt inzwischen auch für ihre Stimme so richtig viele antikapitalistische Taler, denn die Horrorfilmfreundin ist eine der beliebtesten Hörbuchleserinnen des deutschsprachigen Raums. Wir sagen Hallo und Freundschaft, Anna Thalbach. Was hast du denn gegen Katholiken? Bitte wiederhol das hier in der Sendung für uns. Da gibt es ja eine Vorgeschichte. Nein, also Herr Böhmermann, das war jetzt Ihr Stichwort, Frau Thalbach zu unterbrechen. Was soll ich sagen? Ich mag gar nicht so eine Vereine. So eine Vereine, die mit Glauben Geld verdienen, sind mir suspekt. Ich finde, wenn man an was glaubt, dann darf man da nichts für bezahlen. So. Also dabei ist das nur in Deutschland, wo man Geld zahlt. In Spanien zahlt man kein... Naja, aber am Anfang haben die da auch Geld genommen, als sie sich gegründet haben. Wie lange ist das her? Ein paar Jahre. Sind Sie in der Kirche, Herr Blanco? Ich bin römisch-katholisch, ja. Erzogen. Es ist aber ungewohnlich für jemanden, der in Tunis geboren wurde, römisch-katholisch erzogen. Ja, wenn ein Pferd in einem Kuhstall geboren ist, bleibt er trotzdem ein Pferd. Also, ich bin nur geboren in Tunesien, aber ich bin aufgewachsen im Libanon, ja. Katholisches Internat und alles, das hat damit nichts zu tun. Nur, ich bin auch der Meinung, ich glaube an Gott, ich glaube es, aber ich glaube nicht an sein Bodenpersonal. Ja, so sehe ich das auch. Das heißt, ich bin so, dass ich finde das nicht richtig, dass, wie ich gehört habe, wenn jemand aus der Kirchensteuer zurücktritt, darf er nicht, wenn er tot ist, kirchliche... Ja, wird man exkommuniziert. Ja. Also ich finde das... Ja, widerspricht vor allen Dingen total dem christlichen Gedanken der Barmherzigkeit. Richtig. Ja, genau sage ich. Also plötzlich, ja. Das wäre so gesehen, dass ich verstehe nicht, diese Herren, die was zu sagen haben, sich traut, sowas zu sagen. Was steht denn da in dem Brief drin? Dürfen wir das alle lesen? Normalerweise ja. Müssen die Leute sagen, was soll das? Ich meine, das, und auch der Regierung hier müsste sagen, sowas geht nicht. Weil man kann mich zwingen, du bist katholisch, nur wenn du zahlst. Das gibt es nur. Entschuldigung. Aber ich habe das bei den Protestanten auch mal erlebt. Die mag ich auch nicht. Ja. Das ist auch nicht besser. Weil, also, als mein Katholiken Vater gestorben ist, wollte ich ihn auf einem protestantischen Friedhof beerdigen lassen. Und da hat man mir nahegelegt, das doch nicht zu machen, weil er keine. Der war sogar mal Protestant. Er ist halt mal ausgetreten dann irgendwann. Und da hat man mir nahegelegt, ihn nicht auf einem protestantischen Friedhof beerdigen zu lassen. Ja, weil nicht gezahlt wird. Ach so. Weil nicht gezahlt wird. Es gibt ja genug städtische Friedhöfe, die sozusagen von der Stadt und nicht von der evangelischen Gemeinde finanziert werden. Soll doch dahin. Ja. Andreas Killing, bitte treten Sie alle aus der Kirche aus. Danke. Sind Elefanten auch religiös?
Nee, weißt du, Also erstmal ist es so, also bei Tieren gibt es diese Attribute wie Hass, Rache, Vergeltung und so weiter, gibt es nicht. Das ist total geil, dass wir einen Gast haben, der aus einer ganz anderen Welt kommt. Ich finde das total... Naja, ist das nicht für Sie auch wahnsinnig anstrengend, also sich unter Menschen so Habt zu... Habt ihr eigentlich nur eine Frage für mich vorbereitet? Nee, war das jetzt da auch ganz viele gleich. Und wenn der Jan fertig ist, dann... Was hat sie gesagt? Ob wir nur eine Frage vorbereitet haben. Ach so, nee, dann stelle mal alle Fragen, die du Anna Thalbach... Alle zusammen. So ein Speed-Dating. Also eigentlich war die Katholikenfrage nur ein Aufhänger, um dann hinten rum mich ranzupirschen an dich. Mama. Zum Beispiel wollte ich mit dir gerne über Pussy Riot sprechen. Hast du dich da bei dem Thema engagiert? Ich habe Geld bekommen vom ZDF, um mich in Aspekte da kurz zu äußern. Ja. Moment, die zahlen Geld dafür? Das darf ich nicht sagen. Hä? Hast du doch jetzt schon gesagt, wie viel Geld? Sehr. Du hast jetzt nichts gesagt, aber du... Blankoscheck. Ja, nein, aber... Und halt, also, was hast du denn dann da gesagt für das ganze viele Geld? Weiß ich gar nicht mehr. Hast du denn da... Also, ich habe gesagt, dass ich hoffe, dass sie die Haft gut überstehen. Ja, mehr habe ich nicht gesagt. Ich finde das ja auch immer so ein bisschen peinlich, wenn Schauspieler plötzlich anfangen, über Politik zu reden. Also, das ist nicht mein... Ich habe da eine private Meinung zu. Ich finde das privat, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, äußere ich mich auch gern. Aber ich bin nicht jemand, der öffentlich Lust hat, politisch Meinung zu machen. Aber bei dir findet man wenigstens politische Meinungen. Wenn ich habe eine Haltung zum Leben, richtig. Und ja, das Schlimme stimmt. Ist ja mit anderen Schauspielerinnen, die wie so Nutten sich ranwanzen an jeden Regisseur und bloß niemals sagen würden, oh Gott, ich bin doch keine Feministin, weil sonst kann ich nachher nicht in Rollen mitspielen. Also nein, ich bin da relativ anarchistisch erzogen worden. Ja. Und bei dir gibt es eine ganze Liste, wenn man sich vorbereitet, so geile Sachen von Infos, wo du dich, weiß ich nicht, was ist denn mit diesen Schneemänner-Demo da in Berlin? Ah, da habe ich auch Geld für gekriegt. Hey, sie ist einfach, sie ist einfach eine Schauspielerin. Das kriegst du halt auch nicht raus. Lass uns mal ganz kurz das Thema Feminismus ansprechen und die Frauen am Tisch mal kurz zum Thema Frauenparkplätze fragen. Eine Sache, die mich jetzt aktuell sehr, sehr umtreibt. Ich habe kein Auto. Jan und ich haben uns gerade in der Garderobe gestritten, weil Jan ganz in so einem Nebensatz gesagt hat, ja, und dann war ich halt im Zoo. Und dann mit meinem Kind, muss ich sagen. Und hat dann auf dem Frauenparkplatz geparkt. Genau, die ganze untere Etage war leer, Frauenparkplätze und alles leer. Keine einzige Frau hat die Auto. Der eine Zwilling wäre eine Frau. Ja, das reicht hat er gesagt. Doch. Das reicht nicht. Nee. Okay. Ich habe zu Jan gesagt, du blöde Sau, wenn ich dich gesehen hätte, wenn ich Männer sehe, die parken auf Parkplätzen. Mit einem kleinen Kind auf dem Arm. Ja, egal wer du mir das Schwein! Ich mache immer so von weitem. Buh! Christian Berkel, hast du schon mal auf dem Frauenparkplatz geparkt? Weil das ist, dir würden Frauen wahrscheinlich die Füße küssen, wenn du das mal machen würdest. Nee, glaube ich nicht. Aber hast du tatsächlich gemacht? Nicht. Ich habe gemacht, aber ich habe eine Perücke hingestellt. Das ist ja, ach, die Frau hat ihre Perücke. Habe ich keinen Knoten gekriegt. Wir sind irgendwie abgeschweift. Es ging ums Thema Frauenparkplätze und Feminismus warum an sich. War ist das ein Frage. Feministisches Ding, der Frauenparkplatz, oder ist das, du hast eine andere Begründung? Ne? Die sind beleuchtet, die sind nah am Ausgang und das ist der einzige Grund, damit Frauen nicht irgendwie 5 Kilometer durch irgendeine dunkle Tiefgarage irgendwie laufen müssen, weil im Zweifelsfall hängt dann da auch noch eine Überwachungskamera und dann hat man halt noch ein schönes Video davon. Aber das Ding ist, ich bin immer auch Christopher Lauers Meinung, aber immer wenn er spricht, geht die Stimmung total in den Keller. Aber es ist wirklich, ich würde alles immer unterschreiben. Ja. Nur also Sie fangen ja gerade an mit der Politik. Also nur so, vielleicht kann man das alles sozusagen spritziger formulieren. Oder? Über Vergewaltigungen reden. Nein, das waren auch vorher ganz harmlose Themen, dass sozusagen jedes Mal, wenn Sie das Wort haben, wird so ganz schwer und ganz ernst. Und dann auf einmal denke ich, oh Gott, ich habe Depressionen. Aber die Rollen sind doch hier klar verteilt. Also Herr Böhmermann, welche Rolle? Macht den Kasper und ich versuche einfach ein bisschen zu chillen, Wind aus dieser ganzen Diskussion zu nehmen. Also weil ich weiß es nicht. Ich finde es. Sprich aber eigentlich wollte die Anna, ja, er ist der Feminismus sagen und kommt nicht zu Wort. Sie können auch direkt ihm eine Frage stellen. Ich muss da gar nicht vermitteln. Hallo. Ich wollte nur fragen, wenn Sie im Parlament sprechen,
Wie viele Minuten haben Sie? Im Berliner Abgeordnetenhaus ist es so, dass jede Fraktion immer 5 Minuten hat zu einem einzelnen Thema. Und es gibt die Aktuelle Stunde, da haben wir 10 Minuten. Auf Regierungserklärungen können wir auch 10 Minuten antworten. Und es gibt große Anfragen, da können wir auch nochmal 10 Minuten reden. Und bei dem Rhythmus, wie Sie sprechen, nee, kommen Sie jetzt zu Im Abgeordnetenhaus gehe ich voll ab. Also, ach so, das wollte ich nur wissen. In Amerika dürfen die ja so lange reden, bis sie nicht mehr können. Ja, viel lustieren. Das ist ja, ne? Also Christian Berkel, wir tun ihm so Unrecht, dass wir seinen Einspieler noch nicht gezeigt haben. Und deswegen zeigen wir jetzt den Einspieler unseres bezaubernden Gastes, Christian Berkel. Schon mit 15 ahnte der berühmte Schauspieler Christian Berkel, dass er, haartechnisch gesehen, genetisch eher belastet durchs Leben schreiten würde. Als Mutprobe ließ sich der pubertierende zukünftige Ehemann der Ex-Tatortkommissarin Andrea Sawatzki mit 16 eine Glatze schneiden. 100 Mark und die Erkenntnis gewonnen, dass Berkel und Glatze zusammenpassen wie Nazi-Uniform und deutscher Schauspieler im internationalen Film. Nazis, immer wieder Nazis. In Quentin Tarantinos Nazi-Schlachtfest Inglourious Basterds stand der deutsch-französisch erzogene Christian Berkel an der Seite des großen Til Schweiger im Schatten von Christoph Waltz. Für seine Rolle in Bernd Eichingers Führerbunkerspiel Der Untergang erhielt der streng und leistungsbetont erzogene Sohn eines Militärstabsarztes einen Bambi. Noch einen Bambi gab's für den schlecht Saxophon spielenden Berkel für Den Mann mit dem Fagott. Der sympathische, preisgekrönte, komisch wie ernst spielende Christian Berkel, sein Leben an der Seite eines Busenwunders, warum ihn Tom Sawyer zum Schauspieler machte, über den Engtanz mit dem Boulevard und, jetzt bin ich sehr gemein, was er von Christoph Waltz gelernt hat und noch lernen will. Willkommen, großer Christian Berkel bei der verlausten Laiendarstellertruppe Roche und Böhmermann. Wie geht man richtig mit dem Boulevard um, Christian Berkel? Du machst das so, dass es nicht so aufdringlich ist, aber du kommst trotzdem vor und hast es irgendwie unter Kontrolle. Zumindest wirkt es so in der Vorrecherche. Dass du kein Problem damit hast, auch mal in einer Gala und in einer Bunte aufzutauchen, aber trotzdem... Nee, hab ich auch nicht. Wie geht man, also eigentlich, indem ich damit relativ locker oder offen umgehe. Worüber ich nicht reden will, darüber rede ich nicht. Und ich bin eigentlich nie besonders schlecht behandelt worden, weil es wahrscheinlich jetzt auch nicht so, ich polarisiere ja nicht in diesen Bereichen auf eine Art und Weise, dass das für die wirklich spannend wäre. Also ich bin ja jetzt nicht das typische Objekt für die Bild-Zeitung oder auch nicht für die Gala oder so. Insofern... lassen die mich auch in der Regel in Ruhe. Wenn mich zum Beispiel Presseleute fragen, worüber wollen sie denn überhaupt nicht reden, sage ich, ne, gibt's nicht, worüber ich überhaupt nicht reden will, könnte ich jetzt nicht im Voraus sagen. Wenn das kommt, was mir nicht passt, dann werde ich schon sagen, dass es mir nicht passt. Ich würde gerne mit dir über Behaarung sprechen. Okay, das ist ja ein Thema von dir, oder? Total, wirklich. Okay. Aber von dir doch auch. Also ich weiß nicht. Ich habe mehrere Sachen gefunden in der Vorbereitung, du weißt ja, dass du oben keine Haare hast. Es ist mir echt nicht entgangen. Ja. Ja? Also. Wann sind dir denn die Haare ausgefallen, dass du dann irgendwann dachtest, ich schneide mir lieber eine Glatze? Also, dass ich es gemerkt habe, dass das auf mich zukommt, das war tatsächlich so mit 14, 15. Da sind sie mir nicht groß ausgefallen, aber kamen so die ersten Geheimratsecken. Schockierend jung, ne? Ja, na gut, es waren halt die ersten Geheimratsecken und da mein Vater eine Glatze hatte. Oder vielleicht waren die da noch nicht fertig gewachsen. Also vielleicht hast du dich vertan und du warst schon, noch nicht... Das war schon total, eindeutig. Total krass, Roberto Blanco. Ich frage mich, wie Sie das hinbekommen. Also die Haare sind wirklich einzigartig. Und die sind echt, ne? Das sind echte... Also ich klebe sie nicht jeden Tag. Aber auf jeden Fall... Darf ich mal kurz fühlen? Was wollen Sie? Nur einmal an der Seite an. Streicheln. Ganz vorsichtig. Normalerweise dürfen nur Frauen das machen. Dann mach du das doch für mich und du sagst mir. Ich möchte ja nicht. Also siehst du, sie ist zu nah. Sie hat Angst, dass ich beiße. Aber auf jeden Fall, eine Sache wegen Glatze. Es gibt sehr viele erfolgreiche Männer, wie Yul Brynner, Telly Savalas. Also das hat mit Lebt denn Telly Savalas noch? Nein. Nein, leider nicht. Aber ich finde, dass ein Mann
muss mit seinen Haaren hat damit nichts zu tun. Das ist wichtig, wie seine Personality ist. Das muss rauskommen. Ja. Also eins war jedenfalls für mich relativ früh klar, ohne dass ich damit irgendjemandem zu nahe treten will. Als ich wusste, dass das auf mich zukommt, habe ich nie darüber nachgedacht, ob ich mir die Haare irgendwann mal von hier rüberkämme. Herr Lauer, Sie haben ja gar kein Problem mit. Ne? Also der Haaransatz ist ja wirklich beeindruckend tief, wie bei so einem Monchichi. Also wirklich... Mit 28? Ja, aber wirklich, also guck mal, ich bin 31 und hier ist so deutlich Meinen Andreas Sie mal Kieling. So, dieses, wenn Was? Man so tut, als wäre es eine Perücke. Das, ja! Und dann? Unglaublich. Dann wackelt der ganze Unglaublich. Kopf. Aber haben Sie irgendwie so spanisches Machen Blut Sie in das den mal. Also nee, ohne Haare. So, machen. So? Da wackelt auch der Kopf. Ja. Wow. Das ist ja okay, Wahnsinn. Ich wusste nicht, wie das mit Glatzer ist. So, da ist schon mehr Spannung drunter, das stimmt. Charlotte, ganz kurz, Entschuldigung. Ich will über die Brustbehaarung reden. Wollen wir nicht erst noch Roberto Blanco kurz ins Gespräch rein? Können weil wir ich aber uns das merken, bitte, weil ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, dass wir gleich mit der Brustbehaarung. Unbedingt. Aber ich finde es sehr unhöflich, Roberto Blanco als Warum? Einzigen. Ja, ich finde es unhöflich, weil bitte, ich höre auch gern, was ihr alle sagt. Ich finde das toll. Aber erstmal gibt es jetzt wirklich Ihren Einspielfilm, nur für Sie. Okay, danke. Direkt mal vorweg. Ja, Roberto Blanco heißt tatsächlich Roberto Blanco. Blanco wie Weiß, welch spaßiger Name. Aha, ein bisschen Spaß muss sein. Für einen schwarzen Künstler wie den 1937 im tunesischen Tunis geborenen Sohn eines Varieté-Künstlers. Blancos Mutter Mercedes starb, als er 2 Jahre alt war. Der kleine Roberto Cerquera Blanco, Weltbürger mit kubanischen Wurzeln, wuchs in Madrid und in Beirut auf. Der hessische Rundfunk entdeckte den noch heute sehr sexuellen Entertainer im Rahmen der vorsintflutlichen Talentshow Gibt dem Nachwuchs eine Chance unter 1800 Bewerbern, größtenteils übrigens nicht Schwarze. Der Quotendunkle des bundesdeutschen Showgeschäfts hat seit 1971 die deutsche Staatsbürgerschaft und nach über 57 Jahren auf Kinoleinwand und Fernsehschirm mittlerweile bestimmt sogar Rechtsanspruch auf ein Denkmal oder eine nach ihm benannte Wohnstraße. Schlager-, Werbe- und Fernsehstar Roberto Blanco hat fast immer gute Laune, außer wenn man ihn reizt, dann kann es ungemütlich werden. Wir sind froh, dass er dann doch nicht die angekündigten 2000 Euro Honorar für seinen heutigen Besuch bei Roche und Böhmermann haben wollte, sondern nur die Hälfte. Und sind darum doppelt so nett zu Show-Dinosaurier und Kuschelmigrant Roberto Cerquera Blanco. Sie haben das Geld bekommen, was Christopher Lauer nicht haben wollte. Also es bleibt alles in der Runde. Ihr habt nur von der Mehrwertsteuer gesprochen, oder? Ja. wir wissen selber gar nicht, wie wir das finden, wenn wir Leute einladen und die dann versuchen, den Preis nach oben zu treiben. Ich versuche nicht, den Preis nach oben zu treiben. Sie versuchen, den Preis nach unten zu treiben. Das ist richtig. Und das ist der Unterschied. Und ich finde, ich meine, ich weiß nicht, was er kriegt, was ja, ich weniger. Verdiene. Alle kriegen weniger. Schön, ich freue mich. Auch Jan und ich kriegen weniger. Viel weniger. Das finde ich toll. Vielen Dank. Aber dafür bin ich viele Jahre mehr in der Showbusiness als alle hier. Also ich bin 58 Jahre. Als wir alle zusammen? Nein. Also, wahrscheinlich sogar ja. Ich habe angefangen 58. 56. Mehr nicht? Wo waren ich Sie bin, 56? Noch nicht geboren. Danke. Wo waren Sie 56? Ja, das wo waren Sie 56? Ne? Also, Entschuldigung, meine Liebe, ich frage Sie nicht, wo Sie waren, 1956. Darum ist normal, wenn man 58 Jahre im Showbusiness ist, denn man hat sein, man take it or leave it. Ja. Hab ich recht? Absolut. Danke. Herr Blanco, kennen Sie Charles M. Huber persönlich? Charles M. Huber? Du meinst, weil alle Menschen mit dunkler Hautfarbe sich untereinander persönlich kennen? Nein, so ist es nicht gemeint. Weißt du, wie so Busfahrer, die sich grüßen? Meinung, ich habe das Gefühl, Charles M. Huber war letztens auch hier zu Gast. Und ich habe das Gefühl, dass der Ihnen Mimiktricks klaut. Also der versucht, Sie sozusagen zu imitieren, die Art, wie Sie sprechen und die Augen. Schön, ich finde das schön, wenn man mich imitiert. Ja? Ich habe viele Leute doppelt, Roberto Blanco doppelt, die leben davon. Und ich finde das schön, wenn man jemanden imitiert. Das heißt, man bewundert jemanden und man will so sein wie er. Also vielen Dank.
Ja, also ich weiß, dass man sozusagen medial als großer Entertainer dann so tun muss, als wäre das schön, imitiert zu werden. Aber ja, zu Hause, wenn man sozusagen ganz alleine ist im Schlafanzug, dann ärgert man sich doch. Nein, Sie kennen mich nicht im Schlafanzug. Nein, ich weiß, das habe ich auch gar nicht behauptet. Also, warum Sie sagen, im Schlafanzug, man ärgert sich, Sie kennen mich überhaupt nicht. Also ich sage Ihnen ehrlich nochmal, ich freue mich, wenn jemand mich imitiert und im Fernsehen und wenn da Roberto Blanco macht, dann freuen Sie sich. Die Leute sagen, guck mal, der imitiert Roberto Blanco. Mein Name kommt wieder. Ne? Und die blonde Frauen lachen und freuen sich, meinen Namen zu hören. Blonde Frauen? Nur blonde Frauen? Hauptsächlich. Frauen. Ja. Na? Und? Jetzt? Wieso ist ruhig? Sie überlegen. Wieso müssen Sie irgendwo hin, Herr Blanco? Haben Sie einen Anschlusstermin? Nein, ich nicht, aber ich komme nicht weiter. Was aber ist? Nee, aber eins fände ich schon interessant. Ist das nicht dann, ich meine, hier wurde ja schon auch irgendwie in dem Anspieler irgendwie Quotenmigrant oder irgendwie so gesagt. Und jetzt war das ja früher in Deutschland, ist ja heute auch noch scheiße, aber früher vielleicht noch beschissener. Ärgert Sie das nicht, wenn Sie dann irgendwie auf Ihre Hautfarbe und da lassen wir den ein bisschen rumhüpfen und Nein. Jetzt singt er ein lustiges Lied. Also wie sind Sie damit umgegangen? Da muss ich Ihnen noch ich bin auch nicht so viel umgegangen, weil ich habe nie über meine Hautfarbe ich habe nie Probleme gehabt. Und ich sage es nochmal, dank meiner Hautfarbe habe ich 98% Bekanntheit gerade in Deutschland. Weil, als ich angefangen, damals war ARD, Peter Frankenfeld und alle diese großen Shows. Kuli. Kuli. Der einzige farbige Sänger, der da war, über 10 Kollegen, war ich. Und da waren Millionen, das waren alles diese Senderei, waren Straßenfeger. Alle Leute haben geklebt im Fernsehen. Und ich war plötzlich bekannter als alle Leute, schon seit so vielen Jahren. Und darum, ich weiß, dass ich eine Hautfarbe habe, ich bin stolz darauf. Und mir, wer versucht hat, da rein zu, ist er nicht so weit gekommen. Weil ich habe nicht dagegen, dass viele Weiße hier sitzen und ich hoffe, habt ihr nicht dagegen, dass ich da hier sitze. Also, um das es geht. Sie sind immun gegen Rassismus? Ich bin immun gegen alles, was gegen neidische Leute, gegen alles, was, wenn du Erfolg hast. Jemand hat mir in Hongkong gesagt, als ich da gastierte, Mr. Blanco, je mehr du Neider hast, ist, dass du Erfolg hast. Wenn du keinen Neider hast, Mitleid ist umsonst. Ich glaube, das kennt man hier, oder? Wenn es einer kennt, dann kennen wir das. Ganz im Ernst. Und ich sage, es tut mir leid, wenn viele farbige Probleme hatte, oder nicht nur farbige, Inder oder Pakistan, oder ist egal, welche Rasse Probleme hat, das tut mir leid, weil das darf nicht passieren. Kurzer Themencut, Andreas Kieling, zurzeit ist Hirschsprunft, da wollten Sie noch irgendwas, wir wollten über die Hirschsprunft reden. Können wir das so wie die Brusthaare kurz noch hinten anstellen, ich wollte den Andreas Kieling, manchmal, weißt du, dann machen wir Sendung und dann liege ich abends im Bett und denke, warum habe ich denn nicht gefragt? Und bei Andreas Kieling wäre das dieses, wo sie geflüchtet sind aus der DDR und dann geschwommen sind und ein Grenzposten sie geschossen hat und dann war das so ein Steckschuss. Mhm. Gibt es davon noch eine Narbe im Rücken? Es gibt ein Riesenloch davon. Darf ich das bitte sehen? Das machen wir nach der Sendung. Vielleicht kannst du die Brusthaare auch raus. Nach der Sendung. In der Garderobe. Okay, danke, aber ich darf es sehen. Ja, klar, sicher, das Loch ist noch da. Wie bist du denn dann ans andere Ufer gekommen mit dem Steckschuss im Rücken? Ja, ich war gelähmt, also die Beine waren gelähmt und ich bin praktisch nur noch mit den Armen geschwommen und es war in der Donau. Ich bin dann abgetrieben, die Strömung ist da sehr stark und ich bin von der Tschechoslowakei nach Österreich geflüchtet, muss man dazu sagen. Ich habe ein Riesenglück gehabt, am österreichischen Ufer war niemand. Ich musste dann mich durch das Schilf bis zum nächsten Dorf schleppen und schleppte also, ich mal... Robben, so, ja, genau, also mehrere Kilometer, also bis ich in dem nächsten oder in dem österreichischen Dorf ankam. Und das war praktisch meine neue Geburtsstunde. Das war der 16. Oktober 1976. Also es war eine Geschichte, die, wir wollen jetzt keinen traurigen Abschluss Warum hier haben. Warum denn eigentlich nicht? Wieso soll man keinen traurigen Abschluss haben? Naja, es ist gut, das ist eine Geschichte, die passt, glaube ich, nicht so ganz in die Sendung. Ende vom Lied ist, ich würde ja nicht hier sitzen heute, wenn ich das damals gewagt hätte. Und es war ein
ich war jung, ich war 16, ja. Und ich hatte diesen unbändigen Freiheitsdrang. Und ich wollte unbedingt Tierfilmer werden und wollte die Welt entdecken. Und das war eigentlich mein Motiv dafür. Und dafür habe ich sehr viel riskiert, wobei man sich als 16-Jähriger wahrscheinlich über die Folgen noch nicht so im Klaren ist. Jedenfalls, ich habe es überstanden, bin dann in ein Krankenhaus gekommen, Kugel ist raus, die Kugel habe ich heute noch als Andenken, als Talisman in gewisser Weise. Und dann begann halt das neue Leben. Wie war das bei euch? Du bist ja auch eine Übersiedlerin aus der DDR, ja, allerdings den soften Weg im Anführungsstrichen im Vergleich zu dem, was Andreas Kieling... Das haben meine Eltern nicht so soft empfunden, aber... Ja, du warst noch sehr klein. Ich war 3. Genau. Mhm. Wie war das bei euch in der Familie ein Thema? Also Heimweh, Fernweh? Ja, Heimweh. Meine Eltern wollten ja nicht weg. Die sind ja rausgeschmissen worden. Also natürlich war es ein Thema. Außerdem haben meine Eltern sehr lange dafür gekämpft, ein Visum zu kriegen, um als Besucher wenigstens in die DDR zurück zu können. Und wir haben tatsächlich unser Visum 89 gekriegt. Ich habe einen Ostpass gekriegt, 89, meinen ersten DDR-Pass mit 16 und habe mir dann auch das Begrüßungsgeld geholt und bin auch für Ume ins Kino und Bus gefahren, habe das dann sehr, sehr genossen. So getan, als hättest du Bananen zum ersten Mal gegessen. Genau, und die Kiwis bewundert, wie schält man die, wie isst man die. Ja, nein, also meine Eltern da haben das sicherlich thematisiert. Außerdem komme ich aus einem sehr politisch denkenden Haushalt, also da hat man natürlich viel drüber gesprochen und sich auch versammelt. Es gab sehr viele konspirative Treffen in unserer Wohnung. Mhm. Mhm. Ja. Ich krieg die Kurve zum Brusthaar nicht. Muss man auch nicht, muss man nicht. Manche aber Kurven, du kannst ja die Brusthaare nach der Sendung angucken, Charlotte, bitte. Die Brusthaare nach, erst den Rückenschuss, dann die Brusthaare und dann darfst du Roberto nochmal streicheln. Oh mein Gott, was habe also, ich alles vor? Nachher. Es schwimmt sich schneller ohne Brusthaar. Vielleicht wäre das so die Einleitung. Ja. Das ist ganz schlecht. Willkommen bei Andreas Kieling, Ihrer neuen Talkshow. Aber ich gleich das ja oben aus. Insofern, ja. Aber es ist mir interessanterweise vorhin auch schon aufgefallen mit der Brustbehaarung. Als ich so als du angekommen bist aus der Maske und ich so saß und an dir hochgeguckt habe, habe ich zuallererst die Brusthaare gesehen. Ich habe vor lauter Brusthaaren dein Gesicht gar nicht gesehen von unten. Echt? Also unglaublicher Neid meinerseits. Das war eine interessante Perspektive. Ist dir denn aufgefallen, dass junge Männer im Moment so viel tief ausgeschnittene so American Apparel T-Shirts oder so tragen und dann sich die ganzen Brusthaare rasieren? Das habe ich gehört, ja. Das ist, also weil ich finde es super unsexy. Ja. Rasierte Männerbrüste, weil ich finde es halt männlich und richtig schön, wenn aber da es, vielleicht, Haare bist, sind. Vielleicht kennst du solche Männer nicht, Charlotte, aber es gibt auch Männer, bei denen es einfach scheiße aussieht, wenn man die, also wenn man, es gibt einfach, bei Christian Beck sieht es ganz toll aus. Auch wenn es super viel Haare ist und nee, auch zum Beispiel auf dem Rücken oder so. Wenn es nur so 4 oder 5 gut. sind oder so 6 oder 7 oder so. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis einige Männer, die nicht so viele Brust. Joko Winterscheid, der rasiert mit dem Gillette Power Fusion Glide seine Brust. So einen tiefen Ausschnitt und dann sieht man hier so ein bisschen Brustmuskulatur und kein einziges Haar. Es gibt Männer, die haben wenig Haare und nicht mal Brustmuskulatur. Ich möchte keine Namen nennen, aber weil sonst würde ich mich richtig blamieren. Bisschen Spaß muss sein. Ja. Also, aber es gibt immer eine Mode, offensichtlich. Also es ist je nachdem, mit welchem Alter von einem Mann man spricht, ist er sehr cool mit gewisser Behaarung und Also andere wieder nicht. Ja. Ich habe mit Mode eigentlich nie so wahnsinnig viel. Wie viele Meter unter Ihrer Würde befinden wir uns eigentlich gerade, Herr Lauer? Ganz kurz also zum Abschluss, zur Einschätzung. Weiß ich nicht. Weil Sie sind Fraktionssprecher der Piratenpartei im Abgeordnetenhaus Berlin. Normalerweise müssen Sie sich diesen Nee, wie gesagt, ich finde es noch immer sehr großartig. Mhm. Wie weit das jetzt unter meinem Niveau ist, weiß ich nicht. Das würde mich interessieren, so persönlich, als Einschätzung. Nee, ich find's noch immer gut. Gut. Sie trinken übrigens einen Lagerwullen Single Malt, 16 Jahre alt, und der schmeckt unglaublich nach Torf. Sie sind auch der Einzige, der es trinkt, glaube ich. Ich trinken mehr Leute. Ja. Schmeckt gut. Schmeckt gut, ja. Jan, wir müssen aufhören. Das ist ein natürliches Ende einfach. Ich spüre das. Ja, aber machen wir nicht noch ein bisschen Überhangaufzeichnung, dass wir hinterher die richtig beschissenen Teile rausschneiden? Dass wir ein bisschen mehr aufnehmen. Ja, es ist nicht live, ne? Nee. Es wird also immer behauptet. Der tollste Moment, den ich mal weil es wird ja unheimlich viel geredet in allen Talkshows, der tollste Moment, den ich mal in einer Talkshow erlebt habe, war eine, die Christoph Schlingensief gemacht hat, wo er gesagt hat, da drehte sich so das Podest und wo er gesagt hat, wir wollen jetzt mal alle einfach 2 Minuten nichts sagen. Ja, schön. Und es war ein super Moment. Also erstmal war es sehr schön und gleichzeitig hat man gesehen, wie die 6, 7 Leute, die da saßen, irrsinnig gelitten haben, weil sie es fast nicht ertragen haben, 2 Minuten nicht zu reden. Also
eine gewisse Entschleunigung ist manchmal ja gar nicht verkehrt. Ja, und so lange in Gedenken laufen schon. In Gedenken an Christoph Schlingensief einfach nichts sagen. 2 Minuten. Es wird eh rausgeschnitten. Das war Rusch und Böhmermann. Vielen Dank unseren Gästen. Hast du denn irgendeine Frage vorbereitet? Ja, ganz viele. Und warum hast du keine einzige gestellt? Nee, weil ich von Christopher Lauers Aura genervt war. Da ist ein Ding am Laufen, das war so schlimm. Ich weiß gar nicht, was das war. Ja. Vielleicht ist der auch immer so einfach. Hätten wir euch auseinandersetzen sollen. Der ist einfach. Ich glaube, der hat mit dir genau so ein Ding. Ja, aber warum? Der hat nicht nie was Doofes gesagt, aber die Art, wie er es gesagt hat, war unerträglich. Hast du das auch gehabt? Ja, natürlich. Nach einem Satz schaltet sich das Gehirn auf. Und zwar nicht inhaltlich, sondern einfach nur vom Ton, dass du gedacht hast, was für ein arroganter. Arrogant kam das rüber. Ja. Aber bestimmt ist er nett privat. Er hier, den fand ich richtig cool. Ja. Er hat dich aber auch angeflirtet. Und er ist hieß ein Charming Boy. Ah, er hat mich sogar ein bisschen angeflirtet. Ja. Roberto Blanco ist eine Show. Matchwinner. Absolut. Schreib jetzt auch mal sinnlos einfach mal Matchwinner auf. Matchwinner Blanco. Falls wir hinterher nochmal die Manuskripte durchgehen. Ich habe mich sozusagen bei Anna Thalbach so für jede einzelne Frage geschämt. Weil die hat so gesagt, frag mich was. Dass ich dachte, oh scheiße, ich habe keine einzige Schauspielfrage vorbereitet. Nur so Private Life. Fun Facts, scheiße. Ja, aber trotzdem hat sie die Runde bereichert durch, man hat das Gefühl... Große Augen. Durch große Augen. Ja. Wie hältst du es mit Andreas Kieling? Ich glaube, er war am Ende ein bisschen enttäuscht, dass er zu kurz kam und dass er nicht noch mehr Elefantengeschichten erzählte. Und vor allem, er hat vorher gesagt, er wollte was über die Hirschsprung erzählen und das hätte ich wirklich wahnsinnig gern gehört. Aber da war dieser Steckschuss irgendwie bei mir im Kopf. Aber es kann nicht jeder erzählen, was er will. Die Kiste muss ich einmal noch kurz aufmachen. Zum Abschluss. Weil niemand hat gefragt, was in der Kiste drin ist. Komm, wir gucken jetzt in die Kiste rein. Die Gäste interessieren sich nur für sich. Achso, du bist nicht. Ja. Mein Kopf ist, glaube ich, gewachsen in der Sendung. Wegen dem Lauer neben dir. Ja. Alles. Komm, wir gucken mal rein. Das war wirklich die schlechteste Sendung aller Zeiten. Dennoch lieben Dank für Ihr geheucheltes Interesse an Roche und Böhmermann. Falls Sie es auch nicht glauben können, was für einen Schund Sie sich da gerade freiwillig angesehen haben, können Sie ab sofort zur Kontrolle die komplette Show in dilettantisch komprimierter SD-Qualität
auf ZDF Kultur Go und Dreisat Anytime downloaden und nochmal anschauen. Es tut mir von Herzen leid. Gute Nacht. An die Brust da und dann darfst du Roberto nochmal streicheln. Oh mein Gott, was habe also, ich alles vor? Nachher es schwimmt sich schneller ohne Brusthaar. Vielleicht wäre das so die Einleitung. Ja. Ja. Das ist gar nicht schlecht. Willkommen bei Andreas Kiening, Ihrer neuen Talkshow. Aber ich gleiche das ja oben aus. Insofern, ja. Aber es ist mir interessanterweise vorhin auch schon aufgefallen mit der Brustbehaarung. Als, ich so von, als du angekommen bist aus der Maske und ich so saß und an dir hochgeguckt habe, habe ich zuallererst die Brusthaare gesehen. Ich habe vor lauter Brusthaaren dein Gesicht gar nicht gesehen von unten. Echt? Also unglaublicher Neid meinerseits. Das war eine interessante Perspektive. Ist dir denn aufgefallen, dass junge Männer im Moment so viel tief ausgeschnittene so American Apparel T-Shirts oder so tragen und dann und sich die ganzen Brusthaare rasieren? Das habe ich gehört, oh, ja. Das ist, also weil ich finde es super unsexy. Ja. Rasierte Männerbrüste, weil ich finde es halt männlich und richtig schön, wenn aber da vielleicht, Haare sind. Vielleicht kennst du solche Männer nicht, Charlotte, aber es gibt auch Männer, bei denen es einfach scheiße aussieht, wenn man die, also wenn man, es gibt einfach, bei Christian Beck sieht es ganz toll aus. Wenn es super viel Haare ist und auch zum Beispiel auf dem Rücken oder so. Wenn es nur so 4 oder 5 sind oder so 6 oder 7 oder so. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis einige Männer, die nicht so viele Brust. Joko Winterscheid, der rasiert mit dem Gillette Power Fusion Glide seine Brust. So einen tiefen Ausschnitt und dann sieht man hier so ein bisschen Brustmuskulatur und kein einziges Haar. Es gibt Männer, die haben wenig Haare und nicht mal Brustmuskulatur. Ich möchte keine Namen nennen, aber weil sonst würde ich mich richtig blamieren. Bisschen Spaß muss sein. Ja. Also, aber es gibt immer eine Mode, offensichtlich. Also es ist je nachdem, mit welchem Alter von einem Mann man spricht, okay, ist er sehr cool mit gewisser Behaarung und ja. Also ich habe mit Mode eigentlich nie so wahnsinnig viel. Wie viele Meter unter Ihrer Würde befinden wir uns eigentlich gerade, Herr Lauer? Ganz kurz, also zum Abschluss, zur Einschätzung. Weiß ich nicht. Weil Sie sind Fraktionssprecher der Piratenpartei im Abgeordnetenhaus Berlin. Normalerweise müssen Sie sich diesen Nee, wie gesagt, also ich find's noch immer sehr großartig. Mhm. Wie weit das jetzt unter meinem Niveau ist, weiß ich nicht. Das würde mich interessieren, so persönlich, als Einschätzung. Nee, ich find's noch immer gut. Gut. Sie trinken übrigens einen Lagerwullen Single Malt, 16 Jahre alt, und der schmeckt unglaublich nach Torf. Sie sind auch der Einzige, der es trinkt, glaube ich. Ich trinken mehr Leute. Ja. Schmeckt gut. Schmeckt gut, ja. Jan, wir müssen aufhören. Das ist ein natürliches Ende einfach. Ich spüre das. Ja, aber machen wir nicht noch ein bisschen Überhangaufzeichnung, dass wir hinterher die richtig beschissenen Teile rausschneiden? Dass wir ein bisschen mehr aufnehmen. Ja, es ist nicht live, ne? Es wird immer behauptet. Der tollste Moment, den ich mal in weil es wird ja unheimlich viel geredet in allen Talkshows, der tollste Moment, den ich mal in einer Talkshow erlebt habe, war eine, die Christoph Schlingensief gemacht hat, wo er gesagt hat, da drehte sich so das Podest und wo er gesagt hat, wir wollen jetzt mal alle einfach 2 Minuten nichts sagen. Ja, schön. Und es war ein Speckschuss. Apropos. Der gelernte Forstwirt Andreas Kiening ist auch Berufsjäger, bevorzugt aber die Gesellschaft von lebendem Wild. Als einer von Deutschlands profiliertesten Tierfilmern rückt Bärenmann Kiening, genau, Bären auf die Pelle und buddelt sich monatelang in der Wildnis ein, um als Animal Paparazzi an Elchen, Elefanten, Ameisenbären, Faultieren oder Löwen eine Tierpersönlichkeitsrechtsverletzung nach der anderen zu begehen. Wenn er keine Wölfe findet, nimmt er auch schon mal dressierte Hunde. Egal, es gehe ja um die gute Sache. Nur 2 Monate im Jahr ist er daheim bei seiner Menschenfamilie. Heute nicht, denn der braungebrannte Thronfolger von Bernhard Ginnig beobachtet heute hautnah die brünftige Knatterbache und den rolligen Schlipsmolch. Andreas Kiening. Das gefällt mir sehr gut. Andreas Kiening, du oder sie, wie möchtest du, wenn du dir aussuchen könntest, von welchem Tier du gefressen oder tot gemacht werden würdest, welches Tier sollte es sein und auf welche Art möchtest du dann sterben? Also von einem Bären gefressen werden oder von einem Löwen in den Nacken gebissen. Was wäre für dich so als Tierfilmer der ultimative Tod? Der ultimative Tod wäre eigentlich so im Alter von 85 Jahren irgendwie nochmal mit einer Häuptlingstochter im Kongo vielleicht vom Häuptling erwischt zu werden und dann schweren Rücken zu kriegen. Aber das sind ja keine Tiere.
Ja, ich weiß, so. Aber... egal. Das, aber sehr aufmerksam, Charlotte. Ja. Achtung! Gut. Vorsicht, Political Correctness, Andreas Kieling. Nein. Wir sind hier nicht bei RTL. Noch nicht. Also ihr müsst eins wissen, es gibt nur ganz wenige Tiere auf der Erde, die überhaupt dazu bereit sind, einen Menschen wissentlich zu töten. Ja, sagen wir mal, die hätten alle Hunger. So. Ja, aber nicht auf uns Menschen. Also wir gehören ja nicht zum Beutespektrum. Aber es gibt wirklich ein Tier, von dem man es nicht vermutet, dass er... ohne mit der Wimper zu zucken, er hat allerdings keine Wimpern, Menschen umbringen würde. Und, das Erdmännchen? Nein, es ist deutlich größer. Das Wildschwein? Nah dran. Nein, es sind Elefanten. Elefanten haben also afrikanische Elefanten, die haben ein so starkes Ego. Und eine Elefantenkuh hätte keine Probleme, wenn ein Mensch ihrer Herde, ihrem Kalb oder ganz kurz, in irgendeiner Situation... hat jemand ein Telefon angelassen? Gehört. Wer hat denn das Telefon angelassen? Wer war das? Kannst du einmal bitte kurz hierher kommen? Einmal ganz kurz, einen großen Applaus. Wer ist denn das überhaupt? Hi, Mann. Grüß dich. Haben wir noch vielleicht einen Stuhl für unseren neuen Gast? So können wir auch im Fernsehen kommen. Ah, ist das schön. Also, wie war dein Name? Pablo. Das Mikrofon da vorne ist eins auf dem Tisch. Ganz kurz. Wir sind nämlich nicht aktiv. Aber klar ist für Pablo, ja super. Ja. Wenn du da viel... Bewundert jemand und man will so sein wie er. Also vielen Dank. Ja, also ich weiß, dass man sozusagen medial als großer Entertainer dann so tun muss, als wäre das schön, imitiert zu werden. Aber ja. Zu Hause, wenn man sozusagen ganz alleine ist im Schlafanzug, dann ärgert man sich doch. Nein. Sie kennen mich nicht im Schlafanzug. Nein, ich weiß, das habe ich auch gar nicht behauptet. Also, warum Sie sagen, im Schlafanzug, man ärgert sich. Sie kennen mich überhaupt nicht. Also ich sage Ihnen ehrlich nochmal, ich freue mich, wenn jemand mich imitiert und im Fernsehen und wenn da Roberto Blanco macht, dann freuen Sie sich. Die Leute sagen, ach guck mal, der imitiert Roberto Blanco. Mein Name kommt wieder. Ne? Und die blonde Frauen lachen und freuen sich, meinen Namen zu hören. Blonde Frauen, nur blonde Frauen? Hauptsächlich. Frauen. Ja. Na, und? Jetzt? Wieso ist ruhig? Sie überlegen. Wieso müssen Sie irgendwo hin, Herr Blanco? Haben Sie einen Anschlusstermin? Nein, ich nicht, aber ich komme nicht weiter. Was aber ist? Nee, aber eins fände ich schon interessant. Ist das nicht dann, ich meine, hier wurde ja schon auch irgendwie in dem Anspieler irgendwie Quotenmigrant oder irgendwie so gesagt. Und jetzt war das ja früher in Deutschland, ist ja heute auch noch scheiße, aber früher vielleicht noch beschissener. Ärgert Sie das nicht, wenn Sie dann irgendwie auf Ihre Hautfarbe und da lassen wir den ein bisschen rumhüpfen und jetzt singt er ein lustiges Lied. Also wie sind Sie damit umgegangen? Da muss Ihnen ich doch auch so viel... Ich bin nicht umgegangen, weil ich habe nie über meine Hautfarbe ich habe nie Probleme gehabt. Und ich sage es nochmal, dank meiner Hautfarbe habe ich 98% Bekanntheit gerade in Deutschland. Weil, als ich angefangen, damals war ARD, Peter Frankenfeld und alle diese großen Shows. Kuli. Der einzige farbige Sänger, der da war, über 10 Kollegen, war ich. Und da waren Millionen, das waren alles diese Senderei, waren Straßenfeger. Alle Leute haben geklebt im Fernsehen. Und ich war plötzlich bekannter als alle Leute, schon seit so vielen Jahren. Und darum, und außerdem, ich weiß, dass ich eine Hautfarbe habe, ich bin stolz darauf. Und mir, wer versucht hat, da rein zu, ist er nicht so weit gekommen. Weil ich habe nichts dagegen, dass viele Weiße hier sitzen und ich hoffe, habt ihr nichts dagegen, dass ich da hier sitze. Also, um das es geht. Sie sind immun gegen Rassismus? Ich bin immun gegen alles, was gegen neidische Leute, gegen alles, was, wenn du Erfolg hast. Jemand hat mir in Hongkong gesagt, als ich da gastierte, Mr. Blanco, je mehr du Neider hast, ist, dass du Erfolg hast. Wenn du keinen Neider hast, Mitleid ist umsonst. Ich glaube, das kennt man hier, oder? Wenn es einer kennt, dann kennen wir das. Ganz im Ernst. Und ich sage, es tut mir leid, wenn viele farbige Probleme... Wie geht man, also eigentlich, indem ich damit relativ locker oder offen umgehe. Worüber ich nicht reden will, darüber rede ich nicht. Und ich bin eigentlich nie besonders schlecht behandelt worden, weil es wahrscheinlich jetzt auch nicht so, ich polarisiere ja nicht in diesen Bereichen auf eine Art und Weise, dass das für die wirklich spannend wäre. Also ich bin ja jetzt nicht das typische Objekt für die Bild-Zeitung oder auch nicht für die Gala oder so. Insofern,
lassen die mich auch in der Regel in Ruhe. Wenn mich zum Beispiel Presseleute fragen, worüber wollen sie denn überhaupt nicht reden, sage ich, ne, gibt's nicht, worüber ich überhaupt nicht reden will, könnte ich jetzt nicht im Voraus sagen. Wenn das kommt, was mir nicht passt, dann werde ich schon sagen, dass es mir nicht passt. Ich würde gerne mit dir über Behaarung sprechen. Okay, das ist ja ein Thema von dir, oder? Total, wirklich. Okay. Aber von dir doch auch. Also ich habe mehrere Sachen gefunden in der Vorbereitung. Du weißt ja, dass du oben keine Haare hast. Es ist mir echt nicht entgangen. Ja. Ja? Also. Wann sind dir denn die Haare ausgefallen, dass du dann irgendwann dachtest, ich schneide mir lieber eine Glatze? Also, dass ich es gemerkt habe, dass das auf mich zukommt, das war tatsächlich so mit 14, 15. Da sind sie mir nicht groß ausgefallen, aber kamen so die ersten Geheimratsecken. Schockierend jung. Ne? Ja, na gut, es waren halt die ersten Geheimratsecken und da mein Vater eine Glatze hatte. Oder vielleicht waren die da noch nicht fertig gewachsen. Also vielleicht hast du dich vertan und du warst schon, noch nicht... Nee, das war schon total, eindeutig. Total krass, Roberto Blanco. Ich frage mich, wie sie das hinbekommen. Also die Haare sind wirklich einzigartig. Und die sind echt, ne? Das sind echte... Also ich klebe sie nicht jeden Tag. Aber auf jeden Fall... Ja, darf ich mal kurz fühlen? Was wollen Sie? Nur einmal an der Seite an? Streicheln. Nur ganz vorsichtig. Normalerweise dürfen nur Frauen das machen. Dann mach du das doch für mich, ja, und du sagst mir. Ich möchte ja nicht. Also siehst du, sie ist zu nah. Sie hat Angst, dass ich beiße. Aber auf jeden Fall, eine Sache wegen der Glatze. Es gibt sehr viele erfolgreiche Männer, wie Yul Brynner, Telly Savalas. Also das hat mit Lebt denn Telly Savalas noch? Nein, leider nicht. Aber ich finde, dass ein Mann muss mit seinen Haaren hat damit nichts zu tun. Das ist wichtig, wie seine Personality ist. Das muss rauskommen. Ja. Also eins war jedenfalls für mich relativ früh klar, ohne dass ich damit irgendjemandem zu nahe treten will. Als ich wusste, dass das auf mich zukommt, habe ich nie darüber nachgedacht, ob ich mir die Haare irgendwann mal von hier rüberkämme. Herr Lauer, Sie haben da gar kein Problem mit. Ne? Also der Haarensatz ist ja wirklich beeindruckend tief, wie bei so einem Monchichi. Also wirklich... Mit 28? Ja, aber wirklich, also guck mal, ich bin 31 und hier ist ein deutlich Andreas Kieling. Mal so, dieses, wenn man so tut, als wäre es eine Perücke, das, ja! Und dann? Unglaublich! Dann wackelt der ganze Unglaublich! Kopf. Aber haben Sie irgendwie so spanisches Machen Blut Sie in das den Arm? Mal, also nee, ohne Haare. So? Da wackelt auch der Kopf. Ja, wow, das ist ja Wahnsinn. Ich wusste nicht, wie das mit Glatzer ist. So, da ist schon mehr Spannung drunter, das stimmt. Charlotte, ganz kurz, Entschuldigung. Ich will über die Brustbehaarung reden. Wollen wir nicht erst noch Roberto Ich finde, wenn man an was glaubt, dann darf man da nichts für bezahlen. So. Also dabei das ist das nur in Deutschland, wo man Geld zahlt. In Spanien zahlt man kein... Naja, aber am Anfang haben die da auch Geld genommen, als sie sich gegründet haben. Wie lange ist das her? Bei ein paar Jahren. Sind Sie in der Kirche, Herr Blanco? Ja, ich bin römisch-katholisch, ja. Erzogen. Das ist aber ungewöhnlich für jemanden, der in Tunis geboren wurde, römisch-katholisch erzogen. Ja, wenn ein Pferd in einem Kuhstall geboren ist, bleibt er trotzdem ein Pferd. Also, ich bin nur geboren in Tunesien, aber ich bin aufgewachsen im Libanon, katholisches Internat und alles. Das hat damit nichts zu tun. Nur ich bin auch der Meinung, ich glaube an Gott, ich glaube es. Aber ich glaube nicht an sein Bodenpersonal. Ja, so sehe ich das auch. Das heißt, ich bin so, dass ich finde das nicht richtig, dass wie ich gehört habe, wenn jemand aus der Kirchensteuer zurücktritt, darf er nicht, wenn er tot ist, kirchliche... Ja, wird man exkommuniziert. Also ich finde das... Ja, widerspricht vor allen Dingen total dem christlichen Gedanken der Barmherzigkeit. Richtig. Ja, genau sage ich. Also plötzlich, das wäre so gesehen, dass ich verstehe nicht, diese Herren, die was zu sagen haben, sich traut, sowas zu sagen. Was steht denn da in dem Brief drin? Dürfen wir das alle lesen? Normalerweise müssen die Leute müssen sagen, was soll das? Ich meine, und auch der Regierung hier müsste sagen, sowas geht nicht. Weil man kann mich zwingen, du bist katholisch, nur wenn du zahlst. Das gibt's nur. Aber ich habe das bei den Protestanten auch mal erlebt. Die mag ich auch nicht. Ja. Das ist auch nicht besser. Als mein Vater gestorben ist, wollte ich ihn auf einem stylischer. Protestantischen Friedhof beerdigen lassen. Und da hat man mir nahegelegt, das doch nicht zu machen, weil er keine. Der war sogar mal Protestant. Er ist halt mal ausgetreten dann irgendwann. Und da hat man mir nahegelegt, ihn nicht auf einem protestantischen Friedhof beerdigen zu lassen. Ja, weil nicht gezahlt wird. Ach so. Weil nicht gezahlt wird. Es gibt ja genug städtische Friedhöfe, die sozusagen von der Stadt und nicht von der evangelischen Gemeinde finanziert werden. Soll doch dahin. Ja. Andreas Kieling, bitte treten Sie alle aus der Kirche aus. Danke. Sind Elefanten auch religiös?
Nee, weißt du, Also erstmal ist es so, also bei Tieren gibt es diese Attribute wie Hass, Rache, Vergeltung und so weiter, gibt es nicht. Das ist total geil, dass wir einen Gast haben, der aus einer ganz anderen Welt kommt. Ich finde das total... Naja, ist das nicht für Sie auch wahnsinnig anstrengend, also sich unter Menschen so zu... Habt ihr eigentlich nur eine Frage für mich vorbereitet? Nee, ganz viele gleich. Und wenn der Jan fertig ist, dann... Was hat sie gesagt? Ob wir nur eine Frage vorbereitet haben. Stell doch mal alle Fragen, die du Anna Thalbach fragen alle möchtest. Zusammen. So ja. Also eigentlich war die Katholikenfrage nur ein Aufhänger, um dann hintenrum mich ranzupirschen an dich. Mama. Zum Beispiel wollte ich mit dir gerne über Pussy Riot sprechen. Hast du dich da bei dem Thema engagiert? Also ich bin ja jetzt nicht das typische Objekt für die Bild-Zeitung oder auch nicht für die Gala oder so. Insofern... lassen die mich auch in der Regel in Ruhe. Wenn mich zum Beispiel Presseleute fragen, worüber wollen sie denn überhaupt nicht reden, sage ich, ne, gibt's nicht, worüber ich überhaupt nicht reden will, könnte ich jetzt nicht im Voraus sagen. Wenn das kommt, was mir nicht passt, dann werde ich schon sagen, dass es mir nicht passt. Ich würde gerne mit dir über Behaarung sprechen. Okay, das ist ja ein Thema von dir, oder? Total, wirklich. Okay. Aber von dir doch auch. Also ich habe mehrere Sachen gefunden in der Vorbereitung, du weißt ja, dass du oben keine Haare hast. Es ist mir echt nicht entgangen. Ja. Also. Wann sind dir denn die Haare ausgefallen, dass du dann irgendwann dachtest, ich schneide mir lieber eine Glatze? Also, dass ich es gemerkt habe, dass das auf mich zukommt, das war tatsächlich so mit 14, 15. Da sind sie mir nicht groß ausgefallen, aber kamen so die ersten Geheimratsecken. Schockierend jung, ne? Ja, na gut, es waren halt die ersten Geheimratsecken und da mein Vater eine Glatze hatte. Oder vielleicht waren die da noch nicht... fertig gewachsen. Also vielleicht sich vertan und du warst noch nicht... Das war schon total eindeutig. Total krass, Roberto Blanco. Ich frage mich, wie sie das hinbekommen. Also die Haare sind wirklich einzigartig. Und die sind echt, ne? Das sind echte... Also ich klebe sie nicht jeden Tag. Aber auf jeden Fall... Ja, darf ich mal kurz fühlen? Was wollen Sie? Nur einmal an der Seite an. Streicheln. Nur ganz vorsichtig. Normalerweise dürfen nur Frauen das machen. Dann mach du das doch für mich und du sagst mir. Ich möchte ja nicht. Also siehst du, sie ist zu nah. Sie hat Angst, dass ich beiße. Verstehst du? Aber auf jeden Fall eine Sache wegen Glatze. Es gibt sehr viele erfolgreiche Männer wie Yul Brynner, Telly Savalas. Also das hat mit Lebt Haare. Denn Telly Savalas noch? Nein. Nein, leider nicht. Aber ich finde, dass ein Mann muss mit seinen Haaren hat damit nichts zu tun. Das ist wichtig, wie seine Personality ist. Das muss rauskommen. Ja. Also eins war jedenfalls für mich relativ früh klar, ohne dass ich damit irgendjemandem zu nahe treten will. Als ich wusste, dass das auf mich zukommt, habe ich nie darüber nachgedacht, ob ich mir die Haare irgendwann mal von hier rüberkämme. Herr Lauer, Sie haben ja gar kein Problem mit. Ne? Also der Haarensatz ist ja wirklich beeindruckend tief, wie bei so einem Monchichi. Also wirklich... Mit 28? Ja, aber wirklich, also guck mal, ich bin 31 und hier ist ein deutlich Andreas Kieling. So, wenn man so tut, als wäre es eine Perücke. Das, ja! Und dann? Unglaublich. Dann wackelt der ganze Unglaublich. Kopf. Aber haben Sie irgendwie so spanisches Blut in den Armen? Machen Sie das mal, also nee, ohne Haare. So, mal, so? Da wackelt auch der Kopf. Ja, wow, das ist ja Wahnsinn. Ich wusste nicht, wie das mit Glatzer ist. So, da ist schon mehr Spannung drunter, das stimmt. Charlotte, ganz kurz, Entschuldigung. Ich will über die Brustbehaarung reden. Wollen wir nicht erst noch Roberto Blanco kurz ins Gespräch rein? Aber uns das merken, bitte, weil ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, dass wir gleich mit der Brustbehaarung. Unbedingt. Aber ich finde es sehr unhöflich, Roberto Blanco als einzigen. Ja, ich finde es unhöflich, weil. Bitte, ich höre auch gern, was ihr alle sagt. Ich finde das toll. Aber erstmal gibt es jetzt wirklich Ihren Einspielfilm, nur für Sie. Okay, danke. Berg, ja. Und man erlebt diesen Turbokapitalismus auf der einen Seite und dass da auch viele Menschen von profitieren. Und auf der anderen Seite merkt man aber auch, wie dieser Staat da so einen Finger drauf hält. Wenn man mit Studenten über sowas wie das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens gesprochen hat, dann war das so ein bisschen, als würde man sich über Herr der Ringe unterhalten. Ja? Also so, wie bist du dir denn sicher, dass das wirklich passiert ist und woher hast du das denn alles? Wer hat denn dir das gesagt? Das ist doch nur westliche Propaganda. Und das war eine Initialzündung für den Einstieg in die Politik. Genau, oder? Sich politisch zu engagieren, weil ich da einfach gemerkt habe, hey, man muss sich halt eben so Demokratie, das muss man leben, das muss man im Zweifelsfall auch verteidigen. Bist du denn gemacht für diese harten Bandagen, die da aufgezogen werden, schon im Abgeordnetenhaus in Berlin, also in der eigentlich Kommunalpolitik oder Landespolitik? Ja. Und es gibt dieses Video, wo du beim Politcamp, das war gestern, du bist gestern aufgestanden bei einer Podiumsdiskussion nach 5 Minuten, zumindest wenn man dem glauben kann, was in den seriösen Medien Tagesspiegel Online und Spiegel Online steht. Das waren 10 Minuten. 10 Minuten, genau, ja. weil Sven Kohlmeier, der netzpolitische Sprecher der SPD im Abgeordnetenhaus, gesagt haben soll,
auch da kann ich nur Quellen zitieren, dass die Piraten, mit denen könne man nicht diskutieren, die würden immer beim Reden ins Handy gucken. Und das hat dich dann so aufgeregt, dass du gesagt hast, die schlauste Art, damit umzugehen, ist aufzustehen und zu gehen. Ja, ganz genau, weil ich mir diesen Quatsch, wenn ich montags... Entschuldigung, kann ich jetzt mal... Nein, einfach, darfst du nicht, du hast gerade schon das lang geredet. Wenn Joschka Fischer so also oder andere Giganten irgendwie so sich verhalten würden, ich meine, das ist halt, das ist doch Alltag, denke ich, als Laie, oder? Dass wir haben in Berlin im Moment die Situation, dass wir zum Beispiel diese Flughafengeschichte haben. Da hat uns jetzt der Senat einen Nachtragshaushalt präsentiert über 444 Millionen. Nee, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Also, ich hatte gedacht, ich soll. Ja, aber du willst dann noch einen anderen Inhalt mit einflechten in deine Antwort. Aber es geht jetzt nur ganz um deine Motivation, warum du aufgestanden bist und den Diskurs abbrichst und sagst, ich habe keinen Bock da drauf. Weißt du, das ist doch eigentlich was eine Sache, die man so aus Beziehungen kennt. Einer steht auf und geht woanders schlafen oder so, weil er beleidigt ist und den Streit nicht mehr weitermachen möchte, weil er im Unrecht ist. Er will es erklären. Ja, aber dann nicht mit anderen Informationen. Okay. Ja, so, Informationen, das ist schon... Nee, oder mit nachher könnte man es noch nachvollziehen, das wäre natürlich... Es geht ja um den Moment. Teuflisch. So. Nee, es geht einfach darum, dass es genau wie das hier eine Show ist, sind solche Podiumsdiskussionen auch Show. Ja? Und wir haben als Piratenfraktion am Anfang wirklich versucht, parteiübergreifend Initiativen zu starten. Zum Beispiel Wahlalter ab 16. Da gibt es im Abgeordnetenhaus ganz klar eine Mehrheit für. Und wenn dann halt jemand einem dort auf so einer Podiumsdiskussion irgendwie an den Kopf knallt, nachdem es diese ganzen Gesprächsangebote von unserer Seite gab und dann nie was zurückkam, wenn uns dann einer irgendwie an den Kopf knallt, wir wären nicht Kommunikations... Das war Rusch und Böhmermann. Vielen Dank, unseren Gästen. Hast du denn irgendeine Frage vorbereitet? Ja, ganz viele. Und warum hast du keine einzige gestellt? Nee, weil ich von Christopher Lauers Aura genervt war. Da hattet ein Ding am Laufen, das war so schlimm. Ich weiß gar nicht, was das war. Ja. Vielleicht ist der auch immer so einfach. Hätten wir euch auseinandersetzen sollen. Der ist einfach. Ich glaube, der hat mit dir genau so ein Ding. Ja, aber warum? Der hat nie was Doofes gesagt, aber die Art, wie er es gesagt hat, war unerträglich. Hast du das auch gehabt? Ja, natürlich. Nach einem Satz schaltet sich das Gehirn und zwar, auf. Und zwar nicht inhaltlich, sondern einfach nur vom Ton, dass du gedacht hast, was für ein arroganter... Arrogant kam das rüber. Ja. Aber bestimmt ist er nett privat. Er hier, den fand ich richtig cool. Ja. Er hat dich aber auch angeflirtet. Und er hieß der Charming Boy. Ah, er hat mich sogar ein bisschen angeflirtet. Ja. Roberto Blanco ist eine Show. Matchwinner. Absolut. Schreib jetzt auch mal sinnlos einfach mal Matchwinner auf. Matchwinner Blanco. Falls wir hinterher nochmal die Manuskripte durchgehen. Ich habe mich sozusagen bei Anna Thalbach so für jede einzelne Frage geschämt. Weil die hat so gesagt, frag mich was. Dass ich dachte... Oh Scheiße, ich habe keine einzige Schauspielfrage vorbereitet. Nur so Private Life. Fun Facts, Scheiße. Ja, aber trotzdem hat sie die Runde bereichert durch, man hat das Gefühl... Große Augen. Ja. Wie hältst du es mit Andreas Kieling? Ich glaube, er war am Ende ein bisschen enttäuscht, dass er zu kurz kam und dass er nicht noch mehr Elefantengeschichten erzählte. Und vor allem, er hat vorher gesagt, er wollte was über die Hirschsprungt erzählen und das hätte ich wirklich wahnsinnig gern gehört. Aber da war dieser Steckschuss irgendwie bei mir im Kopf. Aber es kann nicht jeder erzählen, was er will. Die Kiste muss ich einmal noch kurz aufmachen. Zum Abschluss. Weil niemand hat gefragt, was in der Kiste drin ist. Komm, wir gucken jetzt in die Kiste rein. Die Gäste interessieren sich nur für sich. Das heißt, man bewundert jemanden und man will so sein wie er. Also vielen Dank.
Ja, also ich weiß, dass man sozusagen medial als großer Entertainer dann so tun muss, als wäre das schön, imitiert zu werden. Aber ja, zu Hause, wenn man sozusagen ganz alleine ist im Schlafanzug, dann ärgert man sich doch. Nein, Sie kennen mich nicht im Schlafanzug. Nein, ich also, weiß, das habe ich auch gar nicht behauptet. Also, warum Sie sagen, im Schlafanzug, man ärgert sich. Sie kennen mich überhaupt nicht. Also ich sage Ihnen ehrlich nochmal, ich freue mich, wenn jemand mich imitiert und im Fernsehen und wenn da Roberto Blanco macht, dann freuen Sie sich, die Leute sagen, ach guck mal, der imitiert Roberto Blanco. Mein Name kommt wieder. Ne? Und die blonde Frauen lachen und freuen sich, meinen Namen zu hören. Blonde Frauen, nur blonde Frauen? Hauptsächlich. Frauen. Ja. Na, und? Jetzt? Wieso ist ruhig? Sie überlegen. Wieso müssen Sie irgendwo hin, Herr Blanco? Haben Sie einen Anschlusstermin? Nein, ich nicht, aber ich komme nicht weiter. Was aber ist? Nee, aber eins fände ich schon interessant. Ist das nicht dann, ich meine, hier wurde ja schon auch irgendwie in dem Anspieler irgendwie Quotenmigrant oder irgendwie so gesagt. Und jetzt war das ja früher in Deutschland, ist ja heute auch noch scheiße, aber früher vielleicht noch beschissener. Ärgert Sie das nicht, wenn Sie dann irgendwie auf Ihre Hautfarbe und da lassen wir den ein bisschen rumhüpfen und jetzt singt er ein lustiges Lied. Also wie sind Sie damit umgegangen? Da muss ich Ihnen noch auch so viel... Ich bin nicht umgegangen, weil ich habe nie über meine Hautfarbe ich habe nie Probleme gehabt. Und ich sage es nochmal, dank meiner Hautfarbe habe ich 98% Bekanntheit gerade in Deutschland. Weil, als ich angefangen, damals war ARD, Peter Frankenfeld und alle diese großen Kuli. Kuli. Der einzige farbige Sänger, der da war, über 10 Kollegen, war ich. Und da waren Millionen, das waren alles diese Senderei, waren Straßenfeger. Alle Leute haben geklebt im Fernsehen. Und ich war plötzlich bekannter als alle Leute, schon seit so vielen Jahren. Und darum, dass ich eine Hautfarbe habe, ich bin stolz darauf. Und mir, wer versucht hat, da rein zu, ist nicht so weit gekommen. Weil ich habe nichts dagegen, dass viele Weiße hier sitzen und ich hoffe, habt ihr nichts dagegen, dass ich da hier sitze. Also, um das es geht. Sie sind immun gegen Rassismus? Ich bin immun gegen alles, was gegen neidische Leute, gegen alles, was, wenn du Erfolg hast. Jemand hat mir in Hongkong gesagt, als ich da gastierte, Mr. Blanco, je mehr du Neider hast, ist das, dass du Erfolg hast. Wenn du keinen Neider hast, Mitleid ist umsonst. Ich glaube, das kennt man hier, oder? Wenn es einer kennt, dann kennen wir das. Ganz im Ernst. Und ich sage, es tut mir leid, wenn viele von mir behaupten. Der tollste Moment, den ich mal in einer, weil es wird ja unheimlich viel geredet in allen Talkshows, der tollste Moment, den ich mal in einer Talkshow erlebt habe, war eine, die Christoph Schlingensief gemacht hat, wo er gesagt hat, da drehte sich so das Podest und wo er gesagt hat, wir wollen jetzt mal alle einfach 2 Minuten nichts sagen. Ja, schön. Und es war ein super Moment. Also erstmal war es sehr schön und gleichzeitig hat man gesehen, wie die 6, 7 Leute, die da saßen, irrsinnig gelitten haben, weil sie es fast nicht ertragen haben, 2 Minuten nicht zu reden. Also eine gewisse Entschleunigung ist manchmal gar nicht verkehrt. Ja, und in Gedenken an Christoph Schlingensief einfach nichts sagen. 2 Minuten. Es wird eh rausgeschnitten.
Das war Rusch und Böhmermann. Vielen Dank, unseren Gästen. Ja, ganz viele. Und warum hast du keine einzige gestellt? Nee, weil ich von Christian hat jetzt Bananen zum ersten Mal gegessen. Genau, und die Kiwis bewundert, wie schält man die, wie isst man die. Ja, nein, also meine Eltern da haben das sicherlich thematisiert. Außerdem komme ich aus einem sehr politisch denkenden Haushalt. Also da hat man natürlich viel drüber gesprochen und sich auch versammelt. Es gab sehr viele konspirative Treffen in unserer Wohnung. Mhm. Mhm. Ja. Ich krieg die Kurve zum Brusthaar nicht. Muss man auch nicht. Muss man nicht. Manche nee, aber du kannst kann ja die Brusthaare nach der Sendung angucken, Charlotte, bitte. Die Brusthaare nach, erst den Rückenschuss, dann die Brusthaare und dann darfst du Roberto nochmal streicheln. Oh mein Gott, was habe ich alles vor? Es schwimmt sich schneller ohne Brusthaar. Vielleicht wäre das so die Einleitung. Ja. Ja. Das ist gar nicht richtig. Willkommen bei Andreas Kiening, Ihrer neuen Talkshow. Aber ich gleiche das ja oben aus. Insofern, ja. Aber es ist mir interessanterweise vorhin auch schon aufgefallen mit der Brustbehaarung. Als du angekommen bist aus der Maske und ich so saß und an dir hochgeguckt habe, habe ich zuallererst die Brusthaare gesehen. Ich habe vor lauter Brusthaaren dein Gesicht gar nicht gesehen von unten. Echt? Also unglaublicher Neid meinerseits. Das war eine interessante Perspektive. Ist dir denn aufgefallen, dass junge Männer im Moment so viel tief ausgeschnittene so American Apparel T-Shirts oder so tragen und dann sich die ganzen Brusthaare rasieren? Das habe ich gehört, ja. Das ist, also weil ich finde es super unsexy. Ja. Rasierte Männerbrüste, weil ich finde es halt männlich und richtig schön, wenn aber da vielleicht kennst du solche Männer nicht, Charlotte, aber es gibt auch Männer, bei denen es einfach scheiße aussieht, wenn man die, also wenn man, es gibt einfach, bei Christian Bell sieht es ganz toll aus. Wenn es super viel Haare ist und auch zum Beispiel auf dem Rücken oder so. Wenn es nur so 4 oder 5 sind oder so 6 oder 7 oder so. Ich kenne, in meinem Bekanntenkreis einige Männer, die nicht so viele Brust. Joko Winterscheid, der rasiert mit dem Gillette Power Fusion Glide seine Brust. So einen tiefen Ausschnitt und dann sieht man hier so ein bisschen Brustmuskulatur und kein einziges Haar. Es gibt Männer, die haben wenig Haare und nicht mal Brustmuskulatur. Ich möchte keinen Namen nennen, aber weil sonst würde ich mich richtig blamieren. Bisschen Spaß muss sein. Ja. Also, aber es gibt immer eine Mode, offensichtlich. Also es ist je nachdem, mit welchem Alter von einem Mann man spricht, ist er sehr cool mit gewisser Behaarung und also ich habe mit Mode eigentlich nie so wahnsinnig viel. Wie viele Meter unter Ihrer Würde befinden wir uns eigentlich gerade, Herr Lauer? Ganz kurz, also zum Abschluss zur Einschätzung. Weiß ich nicht. Weil Sie sind Fraktionssprecher der Piratenpartei im Abgeordnetenhaus Berlin. Normalerweise müssen Sie sich diesen nee, wie gesagt, ich finde es noch immer sehr großartig. Mhm. Wie weit das jetzt unter meinem Niveau ist, weiß ich nicht. Das würde mich interessieren, so persönlich, als Einschätzung. Nee, ich find's noch immer gut. Gut. Sie trinken übrigens einen Lagerwullen Single Malt, 16 Jahre alt, und der schmeckt unglaublich nach Torf. Sie sind auch der Einzige, der es trinkt, glaube ich. Trinken mehr Leute. Ja. Schmeckt gut. Schmeckt gut, ja. Aufgezogen werden schon im Abgeordnetenhaus in Berlin, also in der eigentlich Kommunalpolitik oder Landespolitik? Ja. Und es gibt dieses Video, wo du beim Politcamp, das war gestern. Ist von gestern, du bist gestern aufgestanden bei einer Podiumsdiskussion nach 5 Minuten, zumindest wenn man dem glauben kann, was in den seriösen Medien Tagesspiegel Online und Spiegel Online steht. Das waren 10 Minuten. 10 Minuten, genau, ja. weil Sven Kohlmeier, der netzpolitische Sprecher der SPD im Abgeordnetenhaus, gesagt haben soll, auch da kann ich nur Quellen zitieren, dass die Piraten, mit denen könne man nicht diskutieren, die würden immer beim Reden ins Handy gucken. Und das hat dich dann so aufgeregt, dass du gesagt hast, die schlauste Art, damit umzugehen, ist aufzustehen und zu gehen. Ja, ganz genau, weil ich mir diesen Quatsch, montags... Entschuldigung, kann ich jetzt mal... Nein, darfst du nicht, du hast gerade schon das lang geredet. Wenn Joschka Fischer so oder andere Giganten irgendwie so sich verhalten würden, ich meine, das ist doch Alltag, denke ich, als Laie, oder? Wir haben in Berlin im Moment die Situation, dass wir zum Beispiel diese Flughafen Geschichte haben. Da hat uns jetzt der Senat einen Nachtragshaushalt präsentiert über 444 Millionen. Nee, aber darum geht es jetzt gar nicht. Ja, aber du willst dann noch einen anderen Inhalt mit einflechten in deine Antwort. Aber es geht jetzt nur ganz um deine Motivation, warum du aufgestanden bist und den Diskurs abbrichst und sagst, ich habe keinen Bock da drauf. Weißt du, das ist doch eigentlich was eine Sache, die man so aus Beziehungen kennt. Einer steht auf und geht woanders schlafen oder so, weil er beleidigt ist und den Streit nicht mehr weitermachen möchte, weil er im Unrecht ist. Er will es erklären.
Ja, aber dann nicht mit anderen Informationen. Okay. Ja, so, also es geht ja, also nee, klar, dann, also ich, also ja, Informationen, das ist schon. Nee, oder mit anderen, noch tausend anderen Agenten unterbringen. Nachher könnte man es noch nachvollziehen. Das wäre natürlich. Es geht ja um den Moment. Teuflisch. So. Nee, es geht einfach darum, dass es genau wie das hier eine Show ist, sind solche Podiumsdiskussionen auch Show. Ja? Und wir haben als Piratenfraktion am Anfang wirklich versucht, parteiübergreifend Initiativen zu starten. Zum Beispiel Wahlalter ab 16. Da gibt es im Abgeordnetenhaus ganz klar eine Mehrheit für. Und wenn dann halt jemand einem dort auf so einer Podiumsdiskussion irgendwie an den Kopf knallt, nachdem es diese ganzen Gesprächsangebote von unserer Seite war und gab und dann nie was zurückkam, wenn uns dann einer irgendwie an den Kopf knallt, wir wären nicht kommunikationsbereit, dann weiß ich halt auch, wo die Reise hingeht. Also so. Jan, es gab eine Vorgeschichte. Guck. Ja, aber das ist rechtfertigt ja trotzdem, einfach nicht aufzustehen und zu gehen. Der ist nicht wegen dem bescheuerten Satz weggegangen. Aber das interessiert das Publikum doch nicht. Also Moment, der Mann ist Politiker, ja? Ja. Und er hat gelernt, viel zu reden und nichts zu sagen. Ja. Wieder oben machen was sie wollen. Wir haben gefragt, bist du wegen dem Satz gegangen? Und er sagt, nein, es gab eine Vorgeschichte. Und er hat nur die Vorgeschichte. Aber das hätte man auch viel kürzer sagen können. Ich würde gerne meinen Einspieler sehen. Ja, und das ist nämlich total ungerecht, weil Anna Thalbach eigentlich müsste Anna Thalbach jetzt ihren Einspieler sehen. Ja, da freue ich mich drauf. Was ist 100? Fand ich tatsächlich sehr interessant. Ja, aber Herr Lauer, Sie sind 28 Jahre alt. Sie müssen doch als Profi im Mediengeschäft wissen, dass jede Sekunde, die Ihnen zuteil wird hier im Fernsehen, eine gewonnene Sekunde ist und jede Sekunde, die anderen Leuten weggenommen wird, schlecht für Sie ist oder beziehungsweise gut für Sie ist. Sie müssen Präsenz und Kamerazeit haben. Ja, aber ich, also wie gesagt, ich fand es mit den Elefanten jetzt tatsächlich irgendwie interessant. Ja, aber, und ja, es war ja auch tatsächlich eine Frage von einem Gast eigentlich an einen schon anderen Gast und eigentlich sollten wir das mea unterstützen. Culpa, mea ja culpa, mea culpa. Der Jan ist sehr, sehr heißt, schnell im Kopf und langweilig aus. Ja. Ach so, ich dachte, wir ein Oktopus. Ich entschuldige. Ach so. Ja, nee, aber danke für die Frage. Ja, so ähnlich. Mea pulpo. Ich bin ein Tintenfisch. Mea Acapulco. Das weiß er. Aus Acapulco. Nee, aber wie gesagt, ich bin sehr gerne hier. Okay. Ja. Freut mich immer wieder, meine Gebührengelder bei der Arbeit zu sehen. Ja, und nicht zu knapp. Was meinst du, was wir hier an Kohle abziehen? Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir machen uns so richtig die Taschen voll. Aber ja, wir das freut nur ganz das wenig Geld. Ja, ganz kurz. Ich finde es übrigens ganz toll, dass Sie auf Ihr Honorar verzichtet haben. Ja. Sagt man Honorar oder ist es nicht eher so eine Aufwandsentschädigung? Ja, was wäre denn das gewesen? Christopher Lauer kriegt kein Geld. Liebe 200. Gebührenzahler, dieser Applaus ist von Ihnen für Sie. Christopher Lauer, finde ich echt ganz gut. Was waren das? 200 Euro oder ja, so? Ja, 200 Euro, glaube ich. Jetzt besser nicht die Summe sagen, weil ich glaube, die sind unterschiedlich verteilt in der Runde. Einige so kriegen mehr, einige weniger. Da wollen wir keinen Neid schüren oder auch keine Unglücksgefühle. Es gibt von Ihnen unglaublich lustige, krasse Zitate. Sie hauen so ein Ding nach dem anderen raus. Tut Ihnen das manchmal leid, dass Sie jetzt damit verewigt sind, im Internet für immer? Nö, eigentlich nicht. Also das gehört ja dann dazu, dass man sich so überlegt, okay, die Sachen, die man so macht, kann das so eine Weile im Internet oder sonst so in der Öffentlichkeit stehen? Ich glaube, über sowas macht sich jeder Gedanken, der irgendwie über in der Öffentlichkeit steht. Herr Böhmermann jetzt nicht so. Aber Sache ist halt einfach, nö, ich kann damit gut leben. Und wenn ich halt irgendwie mal im Plenum Scheiße sage oder so, also in eine Abgeordnetenhaussitzung, dann mache ich das halt, weil ich meine Reden meistens frei halte. Und wenn ich mich dann über irgendwas aufrege, dann rege ich mich halt auch richtig auf. Ne? Das muss ja jeder, der dann auch in der Öffentlichkeit steht, irgendwie sich selber überlegen. Also ich glaube, bis auf Pablo, und das ist echt krass, dass du noch hier sitzt. Möchtest du gerne gehen? Ich werde ja nicht hierfür bezahlt, meine ich. Da hat er recht. Ja, das stimmt. Aber ich begleite dich ganz kurz, doch, ganz komm, kurz. Lass ihn gehen. Ja, pass auf hier. So, hier abbezahlen. Pass auf, yes. So. Hier, ach, was soll's. Hier, bitteschön. Einen großen Applaus für unseren Handyanlasser Pablo, der soeben mit seiner Schusseligkeit 50 Mark verdient hat. Was macht ihr denn jetzt? Macht ihr nochmal ein Foto für die Presse oder was macht ihr? Nee, aber was ich eigentlich sagen